Freue ich mich als Casual, ohne M-Plus und Raid. Kommt nicht immer auf die punktgenaue Skillung an. Das stimmt, das ist natürlich nur wichtig, wenn du merkst, du willst dich jetzt selber verbessern, ja, weil du irgendwie den Contest suchst oder merkst, dass dein Beitrag zur Gruppe höher sein könnte und weil du dein Raid unterstützen willst oder so, ne. Also, da kann man natürlich auch einen feuchten Fick drauf geben, je nach Spielertyp und vor allem Schwierigkeit, in der man unterwegs ist, ja. Da sind wir ja ganz schnell wieder bei was Beste packt und das hat einfach viele gar nicht so zu interessieren, wie es dann manchmal vermarktet wurde, ne. Freue mich für jeden, der die Talentbäume feiert, aber für mich ist das immer so ein bisschen mehr. Ja, ich meine, das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, dass man auch gewillt ist, so andere Spielwege irgendwie zu kennen, ne. Ich hatte heute auch einen Kommentar unter meinem Video zu dem Remix-Event, wo ich ja auch so ein bisschen erzählt habe nebenbei, boah, bei so viel WoW-Version jetzt in nächster Zeit, ich weiß irgendwie gar nicht, wo ich dann anfangen will, ne, und ob ich alles schaffe, was ich schaffen möchte und. Und da hat dann auch jemand geschrieben, ich verstehe gar nicht, warum man so viele Chars spielt. Und ich denke so, ja, aber du weißt schon, dass die Antwort ist, dass Leute da halt Spaß dran haben. Ich verstehe auch nicht, wie man den ganzen Tag Auktionshaus machen kann oder Haustierkämpfe. Aber haben die Leute halt Spaß dran? So, das ist für einige ein Riesenthema, weil die das nicht verstehen können oder verstehen wollen, ne? Und dann hat auch einer geschrieben als Antwort Spaß und andere so, ja, also ich log mich jetzt auch ein und zock meine Twinks, ne? Schönes Wochenende euch, so richtig auf Stimmung. Und da finde ich manchmal ein bisschen mystisch, ne? So dieses auf Ernst hinterfragen, obwohl die Antwort doch eigentlich klar sein muss. Warum wird das wohl jemand machen? Weiß ich nicht, ob die Leute dann Angst haben, was zu verpassen, ob sie hoffen, dass so eine Antwort kommt wie, yo, das liegt einfach daran, dass du pro Char von Blizzard 5 Euro geschenkt bekommst jeden Monat, oder? Irgend sowas, ja? Irgendeine Illuminati-Verschwörung, die sie verpasst haben? Aber ansonsten, ich verstehe das nicht, wieso nicht? Die Antwort ist Spaß. Ich hoffe, deswegen machst du auch im WoW das, was du tun willst, ne? Und das tut halt jeder auf seine eigene Weise. Es fällt einigen ein bisschen schwer, irgendwie das zu sehen, ne? Und das finde ich dann immer ein bisschen komisch. Aber bisher ist aus dieser Frage zumindest noch keine riesige, toxische Debatte erwachsen, ne? Da hat sich noch keiner welche angelegt. Denke mal, vielmehr haben dann sich einige vielleicht vor den Kopf geschlagen und gedacht, ach Mensch, ja, klar. Aber gut, vielleicht ist es für dich auch gerade in solchen speziellen Fällen dann schwer nachzuvollziehen, ne? Weil du selber vielleicht nix so sehr hasst wie Leveln in WoW und andere haben dann auf einmal 30 Chars und freuen sich jetzt auf das neue Level-Event, weil endlich noch mehr Chars und so. Das ist natürlich so ein bisschen Kulturschock, ne? Das wirkt dann gleich ein bisschen weltfremd. Aber gleichermaßen, wenn man das einmal verstanden hat, dass Leute unterschiedlich spielen, dann stellt sich doch diese Frage gar nicht mehr. Hütet naja, euch. Vielleicht mache ich mir auch ein bisschen zu sehr einen Kopf darüber, aber an der Stelle vielleicht auch lieber ein bisschen zu viel als ein bisschen zu wenig, ne? Sonst fängst du dir selber an, solche Fragen zu stellen. Hab einen Kanister Wasser im LKW dabei. Erdbeer-Kiwi-Hydration, auch big, ja. Bin großer Hydration-Fan mittlerweile geworden. Schön im Staufach und die Shaker im Kühlschrank. Jau. Hüte. Das ist genau die Vorbereitung, auf die wir Bock haben. Sehr, sehr gut. Okay. Wir haben einmal noch 10%, ein paar tote, aber gut gesorgte Flächen. Das ist wundervoll. Und das bedeutet, Laroda dürfte eigentlich zugrunde gehen, ohne ein Problem zu sein, was er immer mal sein könnte. Ja. Also Laroda, wenn wir jetzt das Zoken verkacken, dann gehen hier noch ein paar Lichter aus. Darum lass ihn uns am besten schnell töten, bevor das passiert. Okay. Knappe Nummer, das war Explosion into Kill. Ich will nicht wissen, wie viele Gruppen hier tatsächlich auch irgendwie so Burst-Baller-Runs machen wollen. Dann bei dem reinkacken auf den letzten Meter und dann so bei 2% komplett wipen. Und dann löst sich die Gruppe auch so schnell auf. Oh, scheiße. Da muss man manchmal selber auch als Melee, ne, wenn man sieht, da bleibt eins frei, springt dann noch ein Vari rein, ja oder nein, muss man manchmal die Beine in die Hand nehmen, ne. Frechheit. Aber schnelle Runde drehen ist auch mit Einsteigerbild möglich. Auf jeden Fall. Das nutze ich meistens auch, bevor ich dann irgendwie zu Wowhead rüber gucke. Oder irgendwie auf die WoW-Seite gehe, auf die offizielle. Und
da dann meine eigenen Chars suche und da das Profil rauskopiere, ja. Da nehme ich auch meistens Einsteigerbild und dann passt das schon, ja. Craft im Schaden noch bekommen. Ah ja, gucke. Aber die Palafront nicht möglich. Muss leider los. Hier Erfolg. Dankeschön fürs Mitkommen bis hierhin. Das heißt, wir haben einen DD-Platz frei. Wer da einspringen möchte, der kann sich gerne mit reinqueuen. Und ansonsten haben wir ja noch einen Hexi auch, ne? Dann können wir gleich schauen, dass wir nochmal ranporten. Und dann geht schon den nächsten Boss. Beim nächsten Boss dran denken, Freunde, die müssen gleichzeitig sterben, ja? Ich weiß, als heftiger Frostika-Main, wie schnell man da ins Tunneln ausartet. Und darum wollen wir das an der Stelle vermeiden. Und lieber gucken, dass wir schön gemächlich die Kollegen runterziehen. Ja. Du hast doch sicher das neueste Update vom Xalatas-Modell gesehen, oder? Ja. Da sieht man, dass sie einen kosmischen Umhang trägt, wie zum Beispiel Harbaron aus der Inniseelenschlund. Was sagt uns der Umhang? Welche Arten von Wesen tragen solche Umhänge? Grenzt der Umhang nicht den Kreis ein, was für ein Wesen Xalatas am Ende wirklich ist? Puh. Ich glaube tatsächlich nein. Also man könnte versuchen, aufgrund dieser Umhangform mit diesem Glitzer-Stern-Effekt, ja, könnte man tryen, wieder diese Xalatas ist ein verdorbener Konstellar-Theorie aufblühen zu lassen. Aber ich glaube, bei so einem Modell-Upgrade gucken sie vor allem auch, dass das einfach geil aussieht und sich von allem anderen abhebt, ne? Könnte ich mir fast vorstellen, dass wir hingehen zu dem Designer von diesem Modell, den fragen, hast du dich von Harbaron inspirieren lassen? Und der fragt, wer? Darum, ja, könnte das ein Punkt sein? Aber, ey, bin mir nicht sicher, ob wir dem so viel Gewicht in dieser Richtung irgendwie zuordnen sollten. Denn ich schätze, auch wenn wir artähnliche Wesenheiten von Licht, Leben oder wo auch immer her treffen, die dann so eine Art humanoide Form irgendwie einnehmen als Avatar oder auch wirklich ein humanoides Wesen übernehmen, dann pulsieren diese Energien eben einfach so ein bisschen raus, ne? Und das sorgt dann, denke ich, für diese Optik. Darum eine sehr interessante Beobachtung, das kann man auf jeden Fall versuchen. Aber ich glaube, bei diesem Modell-Upgrade steht einfach die geile Optik und die Abhebung von allen anderen in der Regel über dem, was dann tatsächlich größere Lore-Implikationen andeuten sollte. Ja. Kann mich aber irren. Vielleicht ist es in dem Fall anders. Mein Paket von Holy ist für heute angekündigt. Ich hoffe, das kommt noch. Das wäre auch geil. Ja, schön zum Wochenende, oder? Bisschen durchkosten. Schön. Komische Leute, die nicht genauso sind und nicht das gleiche Spiel spielen wie ich, die haben keine Ahnung, oder? Ja, das hat für mich irgendwie, vielleicht liegt es auch daran, für mich haben solche Debatten auf Ernst dann immer auch was Kindliches. So etwas, das ich nicht so ganz ernst nehmen kann, weil ich halt als Präjugendlicher noch vor der Pubertät auch so drauf war. Ja, und schon in irgendwelchen Foren damals bei Spieletipps und Mogelpower und so rumgestänkert habe, wenn Leute irgendwie geschrieben haben, sie suchen jetzt Cheatcodes für das Spiel Trifft die Robinsons oder so und irgendwelche Disney-Games, wo ich mich dann sehr gefühlt habe und geschrieben habe, warum spielst du solche Kindergames, ne? Und wo ich dann, ja, mit rumgestänkert habe, wenn Leute Konsolen geiler fanden als ein PC oder so und darum verbinde ich das immer mit so kindlichem Gezeter, ne? Wenn so Kinder mit knallrotem Kopf einfach rumschreien, weil sie jetzt ihren Willen nicht bekommen und als Kind gar nicht in der Lage sind zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und vielleicht hatten das einige nicht und leben das jetzt im Erwachsenenalter aus. Ich weiß es nicht, aber für mich ist das irgendwie so, ja, komplett nicht ernst zu nehmen, ne? Weil ich dann immer an kleinen Pupsi-Craft denken muss, der im Mogelpower-Forum irgendwo 2008 rum oder so rumstänkert. Tja. Vielleicht sind es ja auch die eigenen Erfahrungen, die es mir da ein bisschen schwerer machen, als es dann verständnistechnisch sein müsste. Ringex mit der 16. Dankeschön. 30 Chars Amateure, sagt Abby nur, ja. Jeder fängt mal klein an, ne? Jeder macht doch in einem Spiel, was Spaß macht und was er kann. Ich bin früher gerne raiden gegangen. Geht halt nicht mehr, wegen gesundheitlicher Probleme. Suche ich mir was anderes, das Spaß macht, ja. Auch da hapert's ja schon bei einigen, ne? Manch einer trauert dann lieber wutentbrannt der alten Phase hinterher, gibt dem Spiel und oder der Community die Schuld daran und konzentriert sich mehr auf diese Wut und diesen Zorn, als eben ein sinnigeres Ventil zu finden. Na, das sieht man ja immer wieder auch in den Facebook-Kommentaren.
Also selbst dieser Sprung, der dir lässig von der Hand ging, der ist für andere wieder undenkbar. Und auch da ist wohl jeder anders, ne? Joseph, hi, ist sehr warm heute. Ja, am Anfang meinte ich noch, Wetter heute ist okay, aber dann hat die Sonne gerade nochmal extra aufgedreht, ne? Dass wir auch das Original Amir-Drassil-Feeling hier haben, mit Fyrak und allem drum und dran. Da wird uns kuschelig warm ums Herz, ja. Ja, true. Ich sehe mich mindestens 5 bis 6 Mal durch MOP-Leveln, vielleicht sogar mehr. Ja, also ich kann es momentan noch nicht so richtig einschätzen, weil ja viel anderes auch passiert drumherum, ne? Darum weiß ich noch nicht, was wird bei uns auch überwiegen, so. Sowohl bei der Offline-Truppe als auch bei der On-Stream-Gruppe im Bereich der Community, ne? Werden wir viel in Season 4 fetzen? Werden wir häufiger Rasa sehen? Oder doch häufiger den Donnerkönig? Wo werden wir LFRen? Wo gehen wir auf NHC rein? Wie wird das Scaling sein? Wie viele werden überall mitziehen und nicht? Ne? Das sind alles so Sachen, die ich momentan gar nicht einschätzen kann. Und versuche deswegen einfach wie immer für alles besonders offen zu sein. Und fürchte aber, dass ich alles gar nicht schaffen kann. Muss mich also auf das konzentrieren, was mir auch am meisten Spaß bringt. Darum hoffe ich, dass einer dieser Aspekte dann schneller ermüdend ist als alles andere. Und ich glaube, für mich wird es der generelle Season 4 Inhalt sein, weil der ja doch overall am wenigsten Neues bringt, ne? Und das wäre in dem Fall dann sogar gut, weil ich mich dann mehr in Pandaria austoben kann. Doof wäre, wenn dann beides gleichermaßen ballert und beides auch gleichermaßen Zeit frisst. Und im Umkehrschluss dann wäre ähnlich doof, wenn beides ja total scheiße wäre, aber davon gehe ich auch mal nicht aus. Also ist mein Problem eigentlich gerade nur rauszufinden, was dann geiler für mich ist. Und das sind eigentlich genau die Probleme, auf die ich Bock habe, ja. Also das klingt jetzt vielleicht problematisch, aber ich glaube, mehr Luxusproblem geht eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, mit das Beste, was bei so Videospielen auch passieren kann, ne? Oh, seht mich an, wie ich leide. Es passieren zu viele geile Sachen. Buhu. Ja, Schmerzen und Pein, ne? Apropos Spaß, gibt ja die DPS-Logs. Dann hat mir die von SOD angesehen und der Parler ist unterstes Feld. Und dann dachte ich mir, ja, nee, ist klar. Und hab mir dann mal ein Gameplay angesehen und siehe da, der Parler war Top-DPS. Spielt unbedingt, was euch Spaß macht. Ja, ich meine, auch da hängt es immer von vielen Faktoren ab, ne? Also auch wenn du dir irgendeinen Guide durchliest, wo dann beschrieben wird, dass du in der und der Bossphase deinen meisten Schaden bringen kannst, weil da dir und die Fähigkeiten auf Ads am besten auszuspielen sind oder so. Ja, mag das so sein, dass du dann diesen und jenen DPS bringst, aber vielleicht bist du auch einfach tot in der Zeit, ja? Vielleicht prockt dein CD ein bisschen anders über dein Schmuckstück und vielleicht braucht das diese geile Statistik. Oder andersrum, diese geile Statistik braucht ein Windzorn-Totem in deiner Gruppe. Oder besonders viele Melees oder ein Priester, der dir Seele der Macht gibt. Oder. Also diese Hochrechnungen, die funktionieren schon und sind auch hilfreich in spielerischen Bereichen, wo es genau um solche Prozente gehen kann. Aber man sollte eben nie vergessen, dass es jetzt nicht so ist, dass du diese Statistik liest und dann wie bei irgendeinem Handy-Game, wo du einen Fünfer bezahlst, so eine OP-Einheit bekommst, auch wirklich oben stehst, ne, weil du ja doch so viel mehr verstehen musst. Nicht nur das, was deine Klasse macht, auch was die anderen machen, was die Bosse machen, wie du wann reagieren musst mit den besten Fähigkeiten, die du jetzt geskillt hast, ne. Da bringt dir die beste Skillung nichts, wenn du nicht verstanden hast, wie Schwerender und Geißelstoß in welcher Kombi funktionieren. Und das wird leider häufig ausgeblendet, ja. Und das ist, finde ich, ein großes Problem. Weil Leute sich dann selber irgendwie eine gewisse Form der Wahrnehmung verbauen, ja? Zu viel auf diese Zahlen setzen, zu wenig selber denken und dazulernen wollen und das kann dich im Endeffekt auch eine Menge Spielspaß kosten. Ja, aber gleichermaßen verstehe ich, dass Leute da nicht so groß drüber nachdenken wollen, weil man will einfach eine Runde zocken. Ja, man schnappt sich da das vermeintlich theoretisch Beste, weil man weiß, dass andere das vermeintlich theoretisch Beste auch sehen. Man dann vielleicht höhere Chancen hat, in einer Random-Gruppe mitgenommen zu werden. Das ist ja dann, was die Community daraus macht, das ist ja wieder was sehr Mystisches. Das hat ja fast was von so einem Fabelwesen. Was da manchmal für Gedankenkonstrukte draus geboren werden, gerade wenn du irgendwie für einen NHC-Dungeon oder einen Plus-Zweier oder so suchst, darum. Ah, schwierig, ne? Man kriegt das alles nicht mehr richtig aus den Köpfen raus. Man erreicht aber auch nicht die, die sich da voll drauf versteift haben über Jahre und
nur noch darauf bauen, obwohl es das einfach nicht sein kann in allen Bereichen des Spiels. Und irgendwie muss man für sich selber einfach einen Weg finden, brauchbar damit umzugehen, ohne sich jetzt selber, ne, den Spielspaß dazu sehr beeinflussen zu lassen. Ja, kann ich auch verstehen, wenn Leuten das auf den Sack geht, ne? Nicht zuletzt dann wegen solchen Erfahrungen, wie du sie schilderst, ja, dann verlässt du dich auf so eine Liste und auf einmal sieht die in deinem Schadensmeter andersrum aus. GG, was auch wieder tausend Gründe haben kann. Und sei es nur Gier, ja, weil der eine schon die Leggy-Axt hat und der andere hat eine aus dem Wald von Elven oder so. Viele Punkte, viel über das man nachdenken muss und da kann ich, wie gesagt, nicht mal jemandem böse sein, der sagt, ey, ich will hier jetzt nicht nachdenken, ne? Ich komme gerade von der Arbeit nach Hause, ich hatte einen Scheißtag an der Uni oder was auch immer. Wenn ich jetzt hier noch nachdenken und reflektieren muss, dann kann ich auch noch in die nächste Philosophievorlesung. Darum rein, schnell gucken, passt das? Anscheinend irgendwie ja. Attacke, ne? Ich kann auch nicht verstehen, wieso die Leute so viele Charaktere gleichzeitig spielen. Ich habe nur 4 Krieger gleichzeitig, weil ich einen Ork als Blademaster, einen Nightborn mit Tradi-Rüstung und deren Schwert und Schild als Tank und einen Nachtelf mit Tradi-Rüstung und als Nachtkrieger gleichzeitig spielen möchte. Und das sind nur die Krieger. Ja, völlig krank. Das klingt so, als würdest du absolut hassen, was du da tust. Kann ich gar nicht verstehen. So unterschiedlich ist es manchmal, ne? Ich habe jede Klasse einmal, so hat es bei mir auch angefangen. Ich kann ja umspecken, wenn ich keinen Bock mehr auf den Speck habe. Genau so, ja. Gerade beim Druiden hat man da auf jeden Fall sehr rosige Aussichten, ne? Da ändert sich so viel. Manchmal sogar die Möglichkeit, Bosse zu legen, ne? Als ich mit Katze angefangen habe, kam ich gar nicht klar. Bin ich das erste Mal auf Eule gegangen. Junge, zack, alles gestorben. Auf einmal kam ich klar, Junge. Zauber statt Blutungen. Das war's. Mir fällt gerade auf, ihr habt auch einen Garrosh in eurem Raid. Ja, den Bruder hatten wir letztens auch beim Thema gucken dabei, glaube ich. Der hatte auf jeden Fall Bock, ne? Mit dem neuen Blutschrei-Modell. Böllert. Das ist ja das Beste. Nee, warte, was? Das ist mit allem im Leben, so rum. Immer das Beste aus dem machen, was möglich ist, ja. Wie hat das einer meiner besten Freunde in unser Abiturbuch geschrieben oder Abi-Zeitung oder wie das heißt, ne, so ein Abschlussbuch, wo nochmal jeder über jeden was geschrieben hat. Und da hat er mir für die gute Arbeit immer gedankt, weil unser Ziel war es, mit möglichst wenig Aufwand die möglichst besten Ergebnisse zu erzielen. Und das ist auf jeden Fall auch der Lifestyle, ja. Ich muss meinen Main mal wechseln, weil mir die Bank- und Lehrenlagerplätze auf dem Char ausgehen. Aber ich will noch warten, bis hoffentlich Pala Kultirana kommen. Ja, das ist auch immer so das Ding, ne? Wenn sich Spiele, gerade viele unbekannte MMOs entwickeln, da sind wir wieder bei diesen zyklischen Games, ne? Dann kann es natürlich sein, dass man da ab und zu mit der eigenen Planung auch in Fettnäpfchen tritt. Ist ja genau wie mit dem Leggy-Umhang, den man braucht für Nyalotha, wenn man Ensorce besiegen will. Den kannst du dir jetzt nach wie vor holen, indem du die BFA-Kampagne Richtung Herzkammer Furorion 8.3 und so abschließt. Aber es besteht auch die Chance, dass du den dann hast und dann Blizzard sagt, yo, hier ist unser Update und jetzt braucht ihr keinen Umhang mehr. Dö-dö. Kann auch passieren, ja. Genauso ist es dann mit dem Warten, wie du sagst, ne? Es verdichten sich immer Wünsche, es verdichten sich Gerüchte und man hofft, dass demnächst Untoten und Kultiraner und Gnomen-Paladin und was nicht alles. Aber ob das auch wirklich passiert, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ja. Und dann überlegt man, warte ich oder nicht, ist auch bei jedem anders, ne. Der eine sollte jetzt unbedingt loslegen, weil sonst auf die lange Sicht sein Spaß flöten geht, ne. Und der andere, der sollte jetzt warten, weil er sich sonst derart verarscht fühlt, wenn doch die anderen Pellys kommen. Dass er einfach komplett aufhört zu spielen, weil er sich denkt, das kann es wohl nicht sein. Also, da muss man sich im Idealfall auch selber so ein bisschen kennen. Und dann eben wissen, wie funktioniert das für mich. Ne? Dieses Einfinden in diese Zyklen, Umgang mit Hype- und Flautenphasen, so, das sind Sachen, ob man da gezielt drauf achtet oder nicht. Jeder aktive WoW-Spieler wird das irgendwie kennen. Die einen lieben das, die anderen hassen das und irgendwie ist ja, glaube ich, jeder von uns mit seinen Planungen auch schon mal auf die Schnauze geflogen und sei es nur irgendein Ruf oder Mount Farm oder so betreffend, wo dann auf einmal Zeit fehlte.
oder doch gleichermaßen zu viel da war, weil das Mount auf einmal direkt gedroppt ist, ne? Ja, und so geht es immer munter weiter. Und so wird es vermutlich auch immer bleiben, ne? Bisschen Risiko ist immer dabei. Vor allem heute soll es so warm werden und dann direkt wieder runterfallen auf unter 10. Alter, ja, der April, ne? Der April, der macht, was er will. Jetzt wissen wir auch wieder, warum. Ich mache Leute nur echt wütend, die eigentlich schon längst Hütet mit dem Spiel euch abgeschlossen haben. Ja, oh Hütet Gott, das euch ist einfach nur noch ermüdend, ja. Ich glaube, ich werde schon nicht mehr wütend, ich finde es nur noch ermüdend, ja. Ich schlafe dann immer ein, wenn ich das lese. Dann muss ich erstmal ausweichen, bevor wir weiterlesen können. So, hör mal auf hier mit deinen komischen Linien. So, dankeschön. Hütet sehr nett von ihr. Manchmal muss man einfach höflich fragen, oder? Die schon längst mit dem Spiel abgeschlossen haben sollten, weil sie es nicht mehr spielen und nicht mehr mögen, dann aber trotzdem noch auf WoW-Discords rumlungern und bei jeder Gelegenheit sagen müssen, wie doch beliebiges MMO viel besser ist, ja, oder dass sie so glücklich sind, dass sie jetzt seit 10 Jahren nichts mehr mit WoW zu tun haben, außer halt, dass sie jede News lesen und Schwachsinn drunter kommentieren, weil sie keine Ahnung mehr haben, was da eigentlich gerade besprochen wird. Ein Glück habe ich nichts mehr mit WoW zu tun. Zitat, der eine Dude, der jeden Beitrag auf Facebook kommentiert. Ja, das sind irgendwie auch so sehr sagenhafte Gestalten. Ne? Das sind genauso Fabelwesen wie diese geistigen Konstrukte, über die wir gerade gesprochen haben. Hüte. Nur, dass die offenbar irgendwie aus Gründen richtig in Fleisch und Blut existieren. Ne? Ja, das macht mich auch immer fertig, weil ich ja dann auch immer drüber nachdenke, in welchen Momenten schreibt man sowas. Also man könnte ja mit seiner Zeit auch so viel anderes anfangen. Ist das jetzt ein Familienvater? Und der schaukelt gerade sein Kind so, stößt das an auf den Spielplatz, nebenbei hält das Handy in der Hand und schreibt ein bisschen WoW-Flame ins Discord. Oder sitzt er da, ist vielleicht auch ein bisschen salzig, weil er kein anderes Game für sich gefunden hat. Darum dürfen die anderen auch keinen Spaß mehr dran haben. Darum haben die auch gar keine Ahnung, wenn sie das tun, ne? Blizzard ist der Teufel, die müssen alle untergehen, weil ich selber keinen Bock mehr habe auf das Game. Oder einfach keine Zeit. Das will ich mir aber nicht eingestehen, darum müssen die alle brennen. Sowas bilde ich mir ein, da häufig rauszulesen, ja, und das ist traurig bis ermüdend, das stimmt. Ob dieses Remix nun wohl häufiger kommt, als Füllung für die letzte Season einer Erweiterung, damit da nicht mehr so viel Leere ist? Ich hoffe tatsächlich, also viele äußern natürlich trotzdem Unmut, ja, weil das nicht so viel mit dem normalen WoW-Flow zu tun hat, aber ich feiere das komplett. In der Hinsicht feiere ich ja auch Plunderstorm, dass wir die Add-on-Wartezeit so schön und kreativ überbrückt bekommen, dass sogar mehr draus erwachsen könnte. Ja? Plunderstorm mit anderen Themenskins und Sets zum Abarbeiten oder auch Remix statt MOP, dann TBC oder so. Ne? Und wie so ein Evergreen Best-of-Album einfach von den größten Hits durch diese Add-ons. Ne? Und ist mir tausendmal lieber als wieder, hier ist eine neue Zone, hier ist eine neue Fraktion mit einer neuen Währung und hier sind 30 Rare Mobs, die ihr klatschen könnt. Das wäre so die Alternative, ne? Ich habe auch bei vielen, die meckern, das Gefühl, als würden die ein bisschen ausblenden, dass wir hier von Zwischenpatches reden. Und dass die Alternative eben wirklich wäre, hier ist Zaralek Höhle 2.0. Ja, und nicht, dass ich die Kacke fand und da hing ja auch Main Story und so mit drin. Aber das ist halt, wie es immer war. Und ja, auch da würde ich reingrinden. Auch da würde ich komplett, ne, die Insel auf den Kopf stellen oder die Höhle oder was wir bekommen. Aber das, was sie jetzt doch machen, das ist so erfrischend und kann sie noch so weiterentwickeln. Also da hoffe ich auf jeden Fall, dass sie dieses Konzept jetzt nicht einfach beiseite legen, ne, sondern dass es, wenn es bei der Masse gut ankommt natürlich, dass es dann auch weiter gedacht und wieder ausgegraben wird. Ja, hoffe ich einfach mal, frech wie ich bin. Alks mit dem frischen Prime. Vielen Dank, vielen Dank. Nidpala-Gnome und Shami-Gnome, sehr dringend. Ja, Shamis hätte ich auch Bock, ey. Schön neue Totems und so. Dieser mechanische Aspekt mit drin, ne? Das würde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool finden. Aber ich glaube, Shamis und auch Druiden, das wird noch eine ganze Weile dauern. Obwohl es vielleicht mit War Within, wenn wir auch in die Erde kraxeln, ne? Thrall mit dabei. Wer weiß, also ich denke im Rahmen der World Source Saga wird uns da einiges doch um die Ohren fliegen, weil wir vermutlich auch kein besseres Timing kriegen werden. So, wenn die Titanen und Sargeras wiederkommen, dann muss ja Illidan auch wiederkommen, vielleicht dann eine Demon Hunter Ausweitung, ne?
Wenn Elun vielleicht in Midnight irgendwie mitmischt, dann werden vielleicht Nachtelfen Paladine bekommen. Man weiß es nicht, solche Chancen sind immer da, werden aber nicht immer ergriffen. Ne? Aber auch im Rahmen dessen, was wir jetzt schon wissen, gibt es da auf jeden Fall so ein paar Baustellen, die, glaube ich, durchaus sinnig verknüpft werden könnten. Menschami zum Beispiel auch. Schön die Lava-Eruption auf dem Wolf da im Wald von Elven. Boom. Let's go. Cinara, hi. Die Ex-Freundin, WoW. Ja, das habe ich auch einmal gelesen und schreibe seitdem ebenfalls sehr, sehr gern. Dass wenn jemand sowas schreibt, einfach als Antwort, Bruder, das ist nicht deine Ex-Freundin. Das ist ein Videospiel. Du musst ihm nicht hinterherrennen. Junge, da werden aber manchmal auch wunde Punkte getroffen. Ne? Haust das raus so auf Meme-Basis, um dem einfach eine mitzugeben. Und dann entfesselt sie ja aber die 300 Textwalls hintereinander, ne? Dass er sie ja gar nicht wirklich geliebt hat. Und dass das kein Vergleich ist, der bei ihm funktionieren kann, okay? Und dann besuchst du ihn zu Hause und er sitzt so weint in der Dusche mit so Cheeseburger-Resten, die an der Duschwand verschmiert sind. Und er begrüßt dich einfach mit, hab die Trennung gut verkraftet, danke. Junge. Oh nein, also ich hoffe natürlich, dem ist nicht so. Aber auch dieses Gefühl kann man manchmal haben. Ne? Ich denke aber, nicht alle davon sind derart verlorene Seelen, die sich einfach nicht mal mehr selber sehen, egal ob IRL oder dann Ingame. Aber manchmal kommst du nicht drum herum, so zu denken. Ja. Bei Glimmeron, Freunde der Sonne, dran denken, mit Kreis zu heiß ist unser Motto. Habt ihr also einen kleinen Feuerkreis um euch rum, dann schön auseinander, weg von der Gruppe. Habt ihr keinen, dann hin zum Tank und diesen großen Hit-Soaken, der teilt sich nämlich auf. Wenn ihr gesoakt habt, dann kackt ihr in dieser Phase Kugeln aus. Die seht nur ihr, ja, das sind eure Kugeln. Sammelt die bitte ein, bevor sie den Boss erreichen, ganz wichtig, sonst kriegt der Boss einen Schadensbonus. Ist nicht so geil. Sammelt ihr die ein, bekommt ihr den Schadensbonus. Darum da bitte wirklich gucken, dass wir den schön mitnehmen. Ja, dann können wir ja auch deutlich geiler böllern. Kampfrausch ist auch schon gezogen worden. Fantastisch. Und dann hauen wir ihn hier in 1-2 Phasen dieser Art einfach completely kaputt. Kann ich mit der Antimagischen stehen bleiben? Kann ich. Der Frostdicker, Junge. Und bin trotzdem nicht im Schadensmeter. Jetzt dachte ich, mache ich den Ultra-Power-Move, ja. Und jetzt muss ich selber in der Dusche weinen, ey, kacke. Aber ich habe keine Cheeseburger da. Hüte. Darum können wir das leider nicht so durchziehen. Ich bin nicht mein eigenes Beispiel geworden. Das ist ein Grund zur Feier. Oh, und zur Freude. Oh, Kreise schön auseinander, jawohl. Ansonsten dran denken, möglichst nicht zur Mitte stehen, ne? Gleich kommen wieder die Voids, die uns hier den Boden zusotschen. Da einfach gucken, dass wir uns nicht die Mitte vollhauen, sondern möglichst hinterm Boss. Oder eben, wenn es nicht anders geht, ein bisschen davor, dass die Tanks auch sauber ziehen können und ihr immer weiterhin brauchbare Standplätze habt. So, das sieht gut aus. Nochmal schöne Antimagische mit rein. Und dann kriegen wir gleich nochmal eine Zwischenphase. Und wenn es richtig gut läuft, dann natzen wir ihn in dieser Zwischenphase um. Aber ich glaube, da fehlt uns so ein Quäntchen Schaden, als dass wir das sauber durchbekommen würden. Overall sieht das Ablegen der Voids aber sehr gut aus, auch wenn wir hier jetzt, okay, auf den letzten Meter massiv reingeschissen haben. Aber fuck it, ich würde sagen, wir hauen den Zeitner weg und dann ist das auch nicht mehr ganz so wichtig. Kugeln wieder mitnehmen, jawohl. Und dann geht's gleich auch schon rein in den Spaß. Zack, Säule mit rüber, bisschen gegenheilen hier, so, Lebensraub mit rein. Und dann geht er doch unter die 20, ja, gucke, Execute-Phase. Easy going, Glimmeron, der alte Kackmolch, habe ich auch gedacht, dass er deutlich schlimmer wird, ne, als wir den das erste Mal eingespielt haben. Da hatten wir ja auch noch nicht alle so brauchbares Gear und vor allem Erfahrungswerte, ne, Erfahrungswerte bei solchen Bossen sind halt so wichtig, dass man dann immer schnell mal einspringen kann, schnell umschalten kann, ne, ohne dass ich das dann infall 3 Minuten lang erklären muss. Das ist halt einfach Gold wert und... Darum hatten wir es dann ja sowohl bei uns im Gildenraid als auch in den Streamruns sehr, sehr zügig im Griff. Aber die Anfänge, wo es hier noch um gefühlt jede Vault und jeden Soak ging, ne, und jeden Dev-CD, der dann irgendwie richtig gezogen werden muss, boah, da war der Bruder schon sehr, sehr anstrengend, ja. Wenn wir dann noch Pech hatten und wir hatten den Heiler zu wenig, ey, dann konntest du es einfach vergessen, dir in die Haare schmieren. Aber hier und heute kann man sagen, sauber. Sehr schön, sehr schön. So, wieder kein Schmuck gedroppt, oder was? Das ist ja unglaublich. Na gut, der hier, den mag ich aber nicht. Ich dachte an den coolen Schmuck. Der coole Schmuck ist nicht dabei, dann sind wir jetzt uncool.
Ist auch okay. Ich habe ein wunderschönes Geräusch vernommen. Von Tommy mit der 27. Dankeschön, Dankeschön. Dann flattern wir mal hoch und dann sind es nur noch zwei Bosse. Tindral jetzt nochmal genießen und dann Fyraik wird bestimmt wieder ein bisschen stänkern wollen, aber da stänkern wir einfach zurück, ne? Als ich den Launcher für Final Fantasy heute auch startete, sah ich nur einen Ladebildschirm aus 1990, die sind da ein bisschen in der Zeit hängen geblieben. Ich finde den Launcher auch nicht besonders schön. Ja, also da habe ich mich auch gefühlt, als würde ich eins der etwas älteren Games starten. Da hatten sie bisher nicht so viel Bock, den zu optimieren, habe ich mir auch so gedacht. Aber dafür ist das Spiel dann umso netter. Das war auch ein fairer Ausgleich, ja. Außen hässlich, innen schön. Hoffentlich. Wollen eine neue Staffel ihrer Lieblingsserie? Ja, aber wehe, WoW probiert was Neues. Ja, es bleibt ja alles so, wie es ist. Egal, ob du hier bist und nicht. Und hat ja auch keiner ein Problem mit, wenn das jemand nicht mag. Ja, ist ja okay, es kann einem nicht immer alles gefallen. Aber dieser wirklich vor Bullshit triefende Nonsens, der dann wieder in den Äther gestoßen wird, der am besten anfängt mit, naja, also das Event finden ja alle scheiße, wo ich denke, in welcher Bubble warst du jetzt unterwegs, dass man so einen Käse formulieren kann. Und dann diese absolute Uneinsichtigkeit, ja, und auch gar nicht der Wille, der da ist, das irgendwie mal anders zu verstehen. Ach, ermüdend, ja. Ermüdend. Hätte lieber Gnome als Totem für meinen Charmi. Das ist auch eine gute Sache, ja. Der Totem-Gnome, der steht dann einfach unter dem Totem und dann hält so ein Feuerzeug raus, ne? Und das erhöht dann den Flammenschaden. Flammenzunge mal anders. Sehr schön. Den Vergleich ziehe ich aber auch oft, ist halt auch naheliegend. Ja, leider schon, ne? Und spätestens da müsste man ja merken, oh... Naja, heulend im Bett Vanilleeisendöffeln, genau. Machen wir WoW-Spieler auch häufig genug, ne? Darum muss man da eigentlich nicht noch nachtreten, aber wenn es sich so anbietet, das ist ja ein bisschen eine Einladung, ne? Wenn so eine fancy Einladung zu einer Hochzeit reingeflattert kommt, so, dann weiß man auch direkt, jo, da gehen wir rein und das ist dann bei solchen Kommentaren eigentlich ganz ähnlich, ja? Boah, wenn die Wurzeln kommen, dann sind die FPS aber auch immer erstmal weg, ne? Tindral, Junge, du musst dich beruhigen. Hahaha. Gefährliche Zeiten. Hütet euch. Junge, der Doppelraid. Alter. Der wahre Rare Mob. Holy shit. Mützchen, vielen Dank für dein Raid. Dankeschön. Hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Genießt ein wunderbares Wochenende. Wir sind gerade ein bisschen im NHC unterwegs. Einfach auf entspannt, bisschen die Twinks, die Mains, alles durcheinander, ne? Der eine braucht noch Gear, der nächste will noch Fyraik auf die Fresse hauen. Ich geier immer noch auf die Axt, so, belastend. Dankeschön, Hallöchen. Sieht das anders aus, wenn man den Ex-Mann in WoW kennengelernt hat? Ich glaube tatsächlich nein, ich glaube, das funktioniert dann auch. Da kann man tatsächlich ummodeln, wie man möchte, ne? Das Meme gehört uns allen, das Hütet läuft unter euch. Künstlerischer Dissfreiheit. Und darum kannst du das dann drehen und wenden, wie es dir passt. Wirst du dir einen Horde oder Alicham machen für Pandemonium? Ich denke Horde, ja. Ich glaube Horde, weil die Chars wird man danach ja auch behalten können. Und da Hütet haben Horden-Chars auf jeden Fall, solange der Fraktionszusammenschluss nicht so zu 100% durchgezogen ist, wie ich das gerne hätte, da haben Horde-Chars bei mir dann doch den größeren Nutzen. Alichars stehen halt wirklich einfach nur rum, machen vielleicht mal ein bisschen Aha oder so, oder wenn wir mal einen Wunschrate haben für irgendwas, was ja Ali-spezifisch ist, dann habe ich da was bereit. Aber solange Fraktionszusammenschluss noch nicht auf allen Ebenen funktioniert, so von Easy Gilden Invite bis hin zu HC und Timewalk Dungeons laufen und so weiter, da ist die Allianz leider für mich nach wie vor ein bisschen zu vernachlässigen. Und darum bin ich da in Classic gern ein bisschen am Hin- und Herspringen, weil da ist eh nicht so wichtig dann für mich, ne? Weil ich eh keinen Bezug zu meinen Mains in Retail habe. Aber hier haben wir ja dann die Möglichkeit, diese Chars zu behalten. Und darum werde ich, denke ich, eher auf der Hordenseite unterwegs sein. Zumindest mit den Chars, mit denen ich da auch aktiver irgendwie was mache, ne? Wenn ich dann den x-ten Twink leveln will in dem Event, dann sieht das vielleicht auch nochmal anders aus. Jerisal, hi! Ich muss sagen, Amir Drassier hat echt viel Spaß gemacht, auch wenn sie anfangs echt schwierig waren. Ja,
Also gerade dann im Mythischen, ne, Tindral, da haben ja auch unsere Mythisch Boys in der Community ein bisschen erzählt, so, dass gerade die, die ein bisschen casual orientierter Mythisch raiden, nicht mal genügend Tries bei Fyrak versenken konnten, bevor jetzt Raid-Ende war, weil Tindral auch wie so ein Endboss war, ja. Und dann zwei Bosse dieses Kalibers nacheinander. Also das war wirklich hammerhart für viele, ne. Und wir sind sehr schön wieder durchgekommen. Wir hatten sehr schöne Runs. Wir hatten ja dann auch eine große Weihnachtspause, ne? Die hat uns leider ein bisschen im Zeitplan zurückgeworfen. Aber gut, das sind halt Sachen, die sind manchmal wichtiger als der Führerkill in Woche X oder Y. Und darum ist das das Einzige, was uns so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Aber gut, ein, zwei Wochen später haben wir uns wieder gefangen und dann lief das ja auch ganz wunderbar. Darum am Yggdrasil eigentlich nur Liebe für den Raid. Ja, auch als DK mit der Antimagischen, also das waren schon leckere Nummern. Absolut. Viel Spaß, Craft. Gutes Zocken weiterhin. Yo, dankeschön. Danke, danke. Gibt es Indizien darauf, dass 1027 irgendwas in der Main Story bieten wird? Ja, 1027 hieß ja das dunkle Herz, ne? Das war da auch 1027, oder nicht? Wo wir dann die Harbinger Quest, also mit Xala irgendwas bekommen werden. Deswegen wurde ja auch dieses neue Modell gefunden. Und die beiden Tradi-Rüstungen kommen ja auch mit rein. Und ich glaube, es wurden auch noch so ein paar Epilog-Quests gefunden. Irgendwie mit Gluttal, also Draktür, die nochmal was bekommen. Und ich glaube, irgendwas mit Nachtelfen war auch schon wieder. Wollen wir auch wegen Spoiler gar nicht weiter ins Detail gehen. Aber tatsächlich storytechnisch, also zum einen das Event selber scheint Kanon zu sein. Ne? Also da sind wir ja mit den Ewigen unterwegs. Da werden wir in der morgigen Podcast-Folge drüber reden. Da habe ich das schon mal genauer unter die Lupe genommen. Und drumherum so, in Waldracken und Co., ne, da steht die Zeit nicht still. Also da müsste tatsächlich auch in Sachen Übergang 11.0 und Abschluss 10.0 müsste auch noch ordentlich Bewegung hütet drin sein. Euch. Ja, darf man sich drauf freuen, denke ich. Hütet euch. Ich persönlich bin kein Freund von Season 4. Ich hätte es lieber, wenn die Raids dauerhaft interessant wären in dem Addon. In den letzten Wochen von Season 4 in Shadowlands waren ja dann alle drei Raids mit Affixen aktuell skaliert vom Gear. Raids, die man auf Farm hat, die gehen ja auch schnell im Addon. Oder man holt in Season 4 zum Beispiel alte Sachen passend zum Addon zurück. In Dragonfly zum Beispiel BWL oder Onyxia. In SOD schaffen sie es auch, alte Innis in aktuelle Raids umzubauen. Das stimmt natürlich durchaus, ne? Und da wünscht man sich natürlich immer ein bisschen mehr. Nur ist der Unterschied natürlich von Mechaniken und Co. durchaus ein gewaltiger, ja, wenn man da jetzt SOD mit den Retail-Raids vergleicht, dann ist es ja tatsächlich ein etwas größeres Ummodeln doch, ne, und dann schon wieder Onyxia nach den letzten 500 Geburtstagen zu bringen, hätte vielleicht auch ein bisschen an Reiz verloren, aber waren ja jetzt nur Beispiele, ne, lustigerweise war genau das ja ihr April-Scherz, dass sie mit 1027 die Rückkehr zum Schwarzfeld zelebrieren und darum, ja, geht mehr letztendlich immer, aber diese Season 4 ist ja eigentlich eine Feier zum Abschluss dessen, was jetzt in diesem Addon war und unter diesem Gesichtspunkt, glaube ich, wären zu große Neuerungen auch fast schon unpassend, ne? Deswegen würde ich mich den jetzt nicht verweigern wollen, weil neu ist natürlich immer was Feines, aber ich glaube, Blizzards Philosophie setzt da eben momentan ganz anders an. Und dennoch bist du, meine ich, nicht allein mit dieser Wahrnehmung, ja, absolut nicht. Also der Wind, der jetzt Richtung Season 4 gepustet kommt, der hält tatsächlich auch viel Kritik mit sich, ne, auch, dass in der M-Plus-Rotation dann nur die Dragonflight-Dungeons sind, aber das ist dieselbe Begründung wie gerade bei deinem Beispiel, ne, Blizzard will eben das zelebrieren, was zu diesem Addon so gehörte und darum kann da auch nicht allzu viel aus der Reihe getanzt werden, ja. Dafür dann vielleicht in zukünftigen Zwischenpatches. Also wenn jetzt diese ganzen Remakes und Plunder-Events und so weiter funktionieren, dann ist die Idee an sich ja keine schlechte. Nur für die Philosophie, diesen Patch und diesen Zeitpunkt betreffend, glaube ich, ein bisschen in nicht die Blizzard-gewollte Richtung gehend, ja. Okay. Dann, Freunde, Fyrak, ihr wisst Bescheid in Phase 1 und generell, also nicht vor dem Boss stehen, ganz, ganz viel Dispellen, liebe Heiler, ihr wisst Bescheid, Dispell-Taste muss glühen, wenn ihr einen roten Kreis bekommt, bitte
immer an die schwarze Fläche ranlegen, die hier von hinter uns in das Feld wächst, ne? Nicht irgendwo mitten im Raum ablegen, sondern ran an die Fläche, die vom Rand auf uns zukriecht. Ja, und ansonsten Schaden, ne? Schön böllern in P1, dass wir schnell den Übergang bekommen, aus den Traumrissen, weit von wegrennen. Und alles Weitere dann, wenn es nochmal soweit ist, ne? Wenn es soweit sein sollte. Wir gucken mal. Dann ist da alles super gut. Ja, also 1027, das ist ein Hochgenuss auch für mich, ne? Ich habe mich richtig gefreut heute. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in der Podcast-Aufnahme gesagt habe, Leute, wie toll das ist, dass wir hier Story haben. Das war richtig erfrischend. Jetzt auch nach Plunderstorm, ne? Da hat mir das natürlich sehr gefehlt als Lore-Freund. Und da ist wirklich der Einstieg ins Event auch richtig gut geschrieben. Dann die ganzen Quests drumherum. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr leckere Geschichte. Da bin ich auch wirklich happy. Und da gibt es dieser Tage auch nicht viel zu meckern, würde ich sagen. Das größte Meckern konzentriert sich aktuell auf Season 4. Gerade eben von denen, die dann auch lieber noch was Neues gehabt hätten. Gerade die, die dann nur das aktuellste Spielen in M+ reinbolzen und. Für die ist das natürlich nicht gerade die große Offenbarung. Ja, und da kann man dann diese Kritik durchaus auch wieder verstehen, je nachdem, in welcher Form die geäußert wird, ne? Nicht alle kommen dann gleich mit anderen Ideen wie gerade, sondern schreiben nur, scheiße, ja, Alter. Das ist natürlich dann auch nicht besonders zielführend, aber 1027, was ist da jetzt der größte Gemecker? Dass Leute sagen, mir gefällt die Tradi-Rüstung nicht. Ja, das kann natürlich leider immer passieren, ne? Aber wenn das jetzt im Vorfeld der größte Negativpunkt ist, in so einer sehr speziellen Form, dann ist das ja auf jeden Fall okay, ne? Dann ist das aushaltbar. Sehr schön, Leute. Sehr guter Schaden gewesen. Wir verteilen uns jetzt um das Hinterteil des Drachen und versuchen, diese Kugeln abzufangen, ja? Von außen kommen jetzt so Schattenflammenbälle. Darum Schaden auf Fyrak schön durchbolzen und versuchen, mit eurem Pöppes hier die Kugeln abzufangen, damit sie nicht zum Boss durchkommen. Ansonsten gibt es richtig böse Aua. Das wollen wir gern vermeiden. Denkt auch hier an einen kleinen Dev-CD, wenn es geht. Wir haben 30er Scaling, ja, und der pulsiert mit allem, was er hat, gerade in uns rein. Das ist nicht so angenehm und dann müsste sein Schild auch langsam, aber sicher durchbrochen sein. Noch einmal die Kugeln hier, sehr, sehr gut. Dann sind wir schon in der vorletzten Phase angekommen, bilde ich mir ein. Und das bedeutet, schön aufpassen, dass ihr weiterhin nicht vor ihm steht. Schön gucken, dass wir die Ads aus dem Leben zimmern, wenn sie kommen. Sowohl Höllenbässchen als auch kleine Ads. Liebe Heiler, dran denken umzuschwenken. Jawohl, da wird schon gepinkt, um hier auch die Ads hochzuheilen. Super wichtig, die heilen nämlich das Herz davon gegen. Das muss passieren. Und schauen, dass der Weg von diesen Ads, die zu heilen sind, dass der frei ist. Ja? Fyrak wird gleich durch die Mitte fliegen. Achtet auf eure Position. Wenn der abhebt, kommt er als Drache wieder, fliegt durch die Mitte, macht der massiven Schaden, also raus, und hinterlässt Ads. Und diese Ads müssen wir wegräumen, natürlich alle, aber primär die, die den Weg der zu heilenden Ads versperren. Ja, versucht da also ein bisschen ein Auge für zu haben, so einen kleinen Blick zu entwickeln, dass hier jetzt niemand abnippelt. Und wir auch die Ads richtig schön unter Kontrolle haben hier, ja. Weil die nächsten Ads, die spawnen wo? Genau da. Da wird schon freigeräumt. Jawohl, dann ziehen wir die Äumel hier noch ein bisschen zusammen. Ausgezeichnet. Hauen wir noch eine Kettenunterkühlung mit rüber. Schön dran denken, auch die Höllenbässchen immer mit wegfokussen. Und das war optimal. Tanks auch schön auseinandergezogen, damit der Schaden sich verteilen kann. Sehr, sehr gut gespielt. Damn, also wer das vielleicht noch nicht so verinnerlicht hat, richtig sauber gemacht. Und das kommt jetzt einfach nochmal, ja, wenn ihr es gerade überlebt habt. Schön einmal locker durch die Hose atmen. Das ist exakt dasselbe, was gleich nochmal passiert. Und dann gehen wir schon mit in die dritte Phase rein. In der dritten Phase bitte ich wie immer die, die das kennen, wenn es geht, sich diese Samen zu nehmen. Ja, die müssen wir entgegen dem LFR ja manuell aktivieren. Und deswegen bitte schauen, dass er euch einen schnappt. Wenn Fyrak dann sein apokalyptisches Gebrüll wirkt, oder am besten schon ein bisschen vorher, sammeln wir uns in der Nähe seines Hinterns und jemand drückt den Button von seinem Samen. Dadurch kackt er so eine Blumenwiese aus und in der müssen wir stehen, um sicher zu sein vor dem Todesgebrüll. Deswegen da schön schauen, dass ihr die Timer im Auge habt und auch euer Positioning gleichermaßen allem ausweichen und die dicken Voids schön raustragen. Ja, schön raus an den Rand. Super wichtig.
Jetzt aber erstmal wieder verteilen, den Weg frei machen, sehr, sehr gut. Auch hier können wir schön nochmal reinzimmern, also das sieht eigentlich ganz wunderbar aus. Dann können wir gleich noch Battle retzen, wenn hier jemand umgefallen ist. Und dann ist die Phase jetzt eigentlich nur auf Hurak drauf trommeln. Ja, es kommen nochmal ein paar Ads zum Heilen. Kommen natürlich die Tank-Hits und so ein paar Feuereffekte, auf die wir aufpassen müssen. Aber, what? Aber, an sich sollte das kein Problem sein. Was hat mich gekillt? Nahkampf? Ist unser Tank umgefallen? Oh, das ist schlecht. Okay, das habe ich auch nicht gesehen. Bruder. Okay, das macht das Ganze jetzt etwas pikanter, aber ihr kriegt das auf jeden Fall hin. Also, sollte der Battle Red in 3 Minuten ready sein, dann auf jeden Fall unseren Tank aufheben. Und lieber Tank, der jetzt aktiv ist, die Stacks laufen ja eh nicht aus. Ne? Zieh dann alles, was du hast, wenn du merkst, wird zu krass. Versuch dich richtig hinzustellen fürs Positioning, für das Brüllen. Und der Rest schaut jetzt, dass er schön die Samen einsammelt. Schön die Flächen, wenn ihr die um euch rum habt, dass ihr die am Rand ablegt. Und ja, dass er aus einem rausrennt, was irgendwie böse aussieht, ja. Die Flächen, die euch schaden wollen, orientieren sich natürlich auch an Spielerpositionen. Versucht also möglichst auch zu gucken, dass wenn ihr euch sammelt, ihr nicht einfach blindlings zusammenlauft, ja, sondern auch im Idealfall darauf achtet, dass ihr natürlich nicht in irgendwelchen Flächen euch sammelt. Ne? Samen wurden abgelegt, sehr, sehr gut, schön raus mit der Void. Big, richtig schön gespielt. Führer geht wunderbar runter. Und mein Todesfenster ist genau bei der Prozentanzeige. Jetzt wird sich gesammelt für das Brüllen. Ja, alle Samen sind ganz wehren, oh, ganz gewesen. Ja, da wurde ein bisschen auf die Mechanik geschissen bei einigen. Aber das kann passieren in so einem Wirbel und so einem Chaos. Aber ihr habt es gesehen, apokalyptisches Brüllen. Da gibt es keinen Plan B. Am Arsch vom Drachen sammeln, Samen ziehen, Buff abholen, überleben, wieder verteilen. Und Führak geht langsam runter. Ich glaube sogar zu langsam. Viele fallen um. Viele haben jetzt ihr Leben schon aushauchen müssen. Ich glaube, auch unser Tank ist gerade hin. Einige Heiler haben schon geschrieben, sie sind oben. Und das war, glaube ich, gerade zu viel. Schade, sehr guter erster Try. Hätte ich wetten müssen, hätte ich gesagt, der liegt heute im ersten. Aber leider, leider kam uns ein bisschen was entgegengeschallert. Gar nicht schlimm. Wie gesagt, Führak ist manchmal ein Stänkernder, ja. Und darum machen wir das nochmal. Aber so wie es war bis zur letzten Phase hin, da sah das tatsächlich sehr, sehr gut aus. Kampfrausch in der letzten Phase, genau. Den brauchen wir am Anfang nicht. Sorry, wenn das so rüberkam mit der Schadensansage. Aber das müssen wir sauber ohne schaffen. Jawohl. Was kann ich noch machen? Ich kann mir noch ein schönes Steinchen auf die Waffe zimmern. Und ich kann noch einen Buffhut nehmen. Und ich habe irgendwo noch Fläschchen sogar daneben. Sehr gut. Na, dann gucken wir uns da gleich nochmal ihn schön an. Aber das mit dem Umfallen, das habe ich gerade gar nicht kommen sehen. Ne? Es lief so gut. Es lief so gut. Dann ist unser Tank dead und das scheiß Ed rotzt noch 3 Milis weg. Ne? Da hatte ich richtig so Windows-Error im Kopf kurz. Hä? Weil wirklich unglaublich clean gespielt wurde. Ich glaube, 2 Leute sind im Atem verreckt, weil sie ein bisschen zu langsam rausgelaufen sind. Aber ansonsten, Leute, jetzt einfach nochmal, denselben Song nochmal und dann gar kein Ding. Junge, das war wirklich beautiful. Sogar das Rauslaufen und auch das mit den Samen am Ende schmeckt. Zunjala, hi. Wenn jemand von einer gegenteiligen kosmischen Macht erfüllt wird, wie zum Beispiel der Baum, erste Boss Amyrdrasil, warum arbeitet er dann für die entsprechende Macht? Wird sein Wille überschrieben? Wenn mich jemand anzündet, dann renne ich auch nicht herum und zünde alles an. Das ist wahr, aber ich glaube, du bist mit deiner Formulierung schon relativ nah dran an der Wahrheit. Ja, also diese Mächte, die sind ja auch darauf ausgelegt, dann zu rekrutieren. Die wollen ja erobern, deren Grundsatz ist es ja. Ne? Egal, ob jetzt das Elementare, das Licht, die Leere oder wie auch immer, den Kosmos in ihrem Sinne zu erobern. Und deswegen rekrutieren sie natürlich auch Diener zu diesen Zwecken und im Idealfall mit diesem Mindset. Ja, und wenn du das nicht hast, dann wirst du eben so sehr vollgepumpt mit dieser Energie, bis du doch so denkst und eben ein sinniger Diener bist. Ja. Und wenn dem nicht so wäre, dann wäre es natürlich auch eine echt schwachsinnige Idee, diverse Diener zu erfüllen und mit Macht eben zu pushen. Ja, weil
dann würdest du dir ja vielleicht sogar selber schaden. Also muss dieses Prinzip ja tatsächlich so oder so ähnlich funktionieren. Ansonsten hätte der Kosmos in der Tat ein Problem, was das Rekrutieren neuer Leute angeht. So ähnlich hatten wir es ja auch mit Ra'sa Gess und dem Boss Datea im Gewölbe, wenn du dich erinnerst. Das war ja auch einfach eine Primalistin, die in diesem Primalistenrat gegen uns gekämpft hat, hat da reingeschissen und Ra'sa Gess hat sie dann so gesehen bestraft, aus ihrer Sicht vielleicht dennoch irgendwie belohnt, ne? Die war ja vorher schon fanatisch und hat sie dann so ermächtigt mit Sturmenergie, dass sie dann selber so ein Wirbelsturmboss geworden ist. Und hat er dann trotzdem gegen uns gekämpft. Er hätte ja auch sagen können, ey Ra'sa, du alte Schabracke, was soll die Scheiße? Jetzt bin ich hier irgend so ein Wirbelvieh. Aber nö, sie hat das sogar als Geschenk angenommen. Also die war von sich aus schon auf dieser Stufe und fand das gut. Und wenn nicht, dann wird diese Macht so unkontrollierbar sein. Oder der Wille dieser Macht, der auf dich einprasselt, ja, dass du dich dem Ganzen wirklich nicht entziehen kannst. Ist so ein bisschen wie mit Venom, wo wir momentan in Spidey-Games unterwegs sind, ne? Haben wir ja gesehen, bei Peter oder auch bei Harry, also da kommt dieser Symbiont, dieser Parasit, der flüstert dir im Idealfall noch ein bisschen zu, erzählt dir ganz viele tolle Sachen, verändert so ein bisschen deine Sicht auf die Dinge und die eigentliche Ist-Sachlage und schon sind auf einmal deine Freunde die Bösen, ja? Da hat ja sogar Kisun, glaube ich, war es in Aku damals geflüstert, eure Freunde werden euch verraten, am Ende werdet ihr allein sein. Ne? Diese Mächte wissen ja in der Regel auch, wie sie deine Persönlichkeit angreifen können, wie sie dich formen können, wo deine Schwächen sind, welche Psychospielchen bei dir funktionieren werden und welche nicht. Ne? Und da sind die ja wahre Meister ihres Faches, vor allem die Lehre, aber alle anderen logischerweise auch, sonst hätte die Lehre ja schon im Kosmos dominiert. Darum, ja, ist es, denke ich, tatsächlich so, wie du es gesagt hast. Okay, Freunde, wieder dran denken, schön aufpassen in der Mitte, ja, schön gucken, dass wir uns ein bisschen verteilen, den Weg dann natürlich freiräumen von unseren Ad-Freunden und am besten einen kleinen Movement-CD aufheben für diese Phase. Also hin und wieder werde ich, obwohl ich es gerade erzähle, auch von diesem Atem überrascht. Das muss aber nicht sein, einfach raus aus dieser schwarzen Fläche. Und schon sind wir da Gucci. So, wir laufen mal ein bisschen rüber hier. Gucken mal, dass wir auch die Ads hier, whoop, so ein bisschen zusammen und unter Kontrolle bringen können. Wunderbar, schön ein bisschen rein AEn hier auch mal ein bisschen unterbrechen. Genau, da helfen wir auch unseren Heilerfreunden weiter. Und dann sind wir schon bei Fyrak wieder. Ja, denselben Song nochmal. Ihr kennt das Spiel, lasst euch nicht überraschen. Steht nicht vorm Boss. Denkt dran, dass der Atem kommen wird und eine Menge Feuer. Und erinnert euch an eure Dev-CDs, damit ihr hier, wenn es mal brenzlig wird, auch den Heilern so ein bisschen unter die Arme greifen könnt. Ja, hinten sind schon wieder Geister. Das wird wunderbar gepinkt. Dankeschön dafür. Lausi hat das hier komplett im Griff, Junge. Könnte sein, dass einige der Geister Hasenohren haben. Vielleicht pinkt er die deswegen. Grüße gehen raus. Aber tatsächlich funktioniert das einwandfrei. So wünschen wir uns das. Dann sind wir auch schon in der nächsten Ad-Phase wieder drinnen. Ja, nächsten Heilungs-Ads sind am Start. Da müssen auch alle Heiler mit drauf. Ansonsten geht hier das Mana nur stoßartig einfach ins Leere. Das mögen wir nicht, wenn dann die einen Heiler irgendwie 100% Mana haben, die anderen 0. Das sollten wir eher zu vermeiden versuchen. Und dann geht's schon weiter mit den nächsten Ads. Hier vorne wird schön freigeräumt. Ich versuche mal, die Onkel hier hinten noch zusammenzuziehen. Jawollo. Damit wir auch hier nochmal sinnig reinbrezen können. Schön die Kettenunterkühlung drüber. Mmh, Junge, das sind die leckeren Phasen als Frostiker. Da sind sie kaputt. Und dann sind es drüben nur noch die Höllenbestien. Jawoll. Und dann wieder Fyrak, bis wir in der nächsten Phase sind. Wenn ihr gerade in der letzten Phase verwirrt wart, dann guckt euch genau an, wie Fyrak landet. Diese Position ist entscheidend. Sobald er sich irgendwie dreht, müsst ihr reagieren, weil dann laufen die Tanks zur Position für das Brüllen, wo ihr dann auch stehen solltet. Oder er dreht sich selber und macht einen Atem in eure Richtung. So oder so, ihr müsst euch bewegen. Ja, prägt euch also die Position ein, in der er landet und arbeitet mit seinen Bewegungen, um dann auch richtig reagieren zu können. Oder achtet natürlich alternativ auf eure Timer, solltet ihr Addons wie DBM und Co. Hütet benutzen. Euch. Dann ist das hier der richtige Moment, auch auf die zu vertrauen. Jo, ansonsten Samen sah sehr gut aus, rauslaufen sah sehr gut aus. Ja, super wichtig, auch wenn ihr geilen Burst habt, rauslaufen muss auf jeden Fall sein.
Ansonsten sprengt ihr hier die Gruppe so halb auseinander. Das ist alles andere als angenehm. Und darum schön nochmal konzentrieren jetzt. Kampfrausch gerne brettern. Und dann sauber runterspielen, den alten Eumel. Jawohl, guck mal, 30% in the making. Schön jetzt mit den CDs hier nochmal rein. Kreise rausbringen, sehr, sehr gut. Locker durch die Hose atmen. Ihr kennt das, was hier passiert. Dran denken, langsam versammeln. Aber nicht blindlings einfach zusammenstellen, denn Feuer hagelt weiterhin vom Himmel. Und dann schön gucken, dass einer den Samen zieht. Jawohl. Und dann wieder ran an den guten Führer. Sehr, sehr schön. Ja, auch dieses Gebrüll macht trotzdem massiven Schaden. Selbst wenn ihr da drin standet, ihr habt trotzdem fetten Dot, ne? Dev-CDs, bisschen Selbstheilen und so. Das ist hier nach wie vor sehr, sehr gern gesehen. Versucht da ein bisschen gegenzupumpen und dann sind es nur noch 15%. Ein, zweimal werden wir diese Atmen- bzw. Schreiphase auch noch spielen müssen. Darum versucht dran zu denken. Paar Sekunden noch, dann müssen wir uns wieder sammeln. Versucht euch schon in die Position zu begeben. Einer muss den Samen dann ziehen und gucken, dass wir dem Feuer natürlich dennoch ausweichen. Sehr, sehr gut sieht das aus. Lieber ein Samen zu viel als ein zu wenig und schön zurückgekickt und wieder verteilen. Sauber, Leute. Sehr, sehr clean bis hierhin. Sieht richtig gut aus. 5% müssen wir noch böllern. Nochmal alles rausziehen, was ihr habt. Schön die Execute-Phase nutzen hier. Und eigentlich dürfte jetzt nicht mehr viel passieren. Kann sein, dass nochmal eine Void rausgetragen werden muss. Aber eigentlich muss es das sein. Und dann ist er down. Sehr, sehr schön, Leute. Sehr, sehr schön. Ey, eine große Glut von Führerlas. Ich freue mich. Endlich eine weitere Kugel für die Sammlung. Mega sauberer Try, ey. Bisschen toxic, dass wir den ersten nicht so durchgezogen haben. Weil das war einfach clean. Also keine Ahnung, ob heute nur Leute dabei waren, die den schon 100-mal gelegt haben oder so. Auch da kann natürlich immer Scheiße passieren. Aber boy, hat das Spaß gemacht, den zu spielen mit der Gruppe. Das sah einfach nur gut aus. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Führer und Tindra sind nicht so deine Bosse. Oh ja, da war ich Top 3. Da kam die Kettenunterkühlung mit rein, ne? Sehr, sehr gut. Ja, da ist aber auch viel Gewusel. Da habe ich maybe auch einen Vorteil durch die Gilden Raids, dass mehr so auf Autopilot läuft, ne, wo man vielleicht dann als weniger erfahrener DK, was den Boss angeht, noch ein bisschen mehr, naja, rumwuselt einfach, ne, ohne dann richtig einen Plan zu haben, wann, wie, wo, was. Vielleicht ist es so ein Erfahrungsding, ich weiß es nicht. Manchmal hat man auch einfach Bosse, die einem nicht liegen. Das bleibt natürlich auch nicht aus. Paki mit der 26 und Walner mit der 29. Dankeschön, Dankeschön. Seid echt Noobs, brauchte zwei Tries, um Führer zu legen. Guckt uns an, wir originalen Nichtskönner. Gab es denn wenigstens Skin oder hat wer anders eine Axt bekommen? Ich glaube auch nicht, oder? Das war einfach komplett nichtsgönnend. Große Glut. Nö, 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 nö. Das ist sehr traurig, Mann. Sad life. Ich hab schon PTSD wegen Führak und der Axt. Zwischendrin weinen immer. Oh nein. Ja, ich habe meine Emotionen einfach abgelegt, die Axt betreffende, und der Bruder hat sie gehortet. Hoppala. Auf Wowhead gibt es seit ein paar Minuten Posts zum Trading-Post mit Sommer-Items und ein paar wilde Sachen bei. So ein Goblin-Mech-Surfbrett. Ja, da hatten sie die Tage schon gedacht, da meinte, wusste man nicht, was ist jetzt MOP und was ist irgendwie Handelsposten oder Shop oder so, ja. Und da hatten sie dann noch so einen bunten Stuhl irgendwie mit Sonnenschirm und so Bade-Outfits. Wilde Zeiten. Wilde Zeiten. Vielen Dank für den wunderbaren Run. Dankeschön, Dankeschön. Das war ein absolutes Fest. Und dann könnten wir auf jeden Fall noch eine Runde Sanktum skippen auf entspannt. Und vielleicht dann noch ein bisschen Mega-Dungeon skippen. Können wir mal gucken, ob Malfred gerade Luft hat. Kann gut sein, dass der gute Mann heute im PDR versunken ist. Das wäre natürlich gar kein Problem. Aber erstmal würde ich sagen, wir böllern noch eine schöne Runde Sanktum mit rein. Bin da. Ehre. Dann machen wir erstmal einen schönen Skip. Mein Wari ist auch ready. Und dann ballert das. Der ist seit gestern versunken, sagt Shion. Ne, da ist er aufgetaucht. Gucke, er ist da. Ehre, sehr schön. PTR ist alles getestet, was getestet werden muss. Er war schon fleißig. Na, einwandfrei.
Weiß jemand, wie das geht, wenn man im Arsenal eine Skillung kopiert hat, wo man dann den Code findet, um den in den eigenen Skillbaum einzufügen? Also, du kannst ja da in die Talentbäume einfach gehen, ne? Wenn man im Arsenal einen Char gesucht hat, dann kann man da ja in den Baum und da ist ja diese Fläche mit Kopieren. Und dann musst du eigentlich nur in deine Skillung rein und dann hier unten bei dem Pfeil auf Importieren. Und dann haust du hier mit Steuerung V, das ist der Kurzbefehl für Einfügen, ne? Steuerung C ist Kopieren, Steuerung V, bilde ich mir ein, ist dann Einfügen. Und da haust du diesen Code rein, nennst ihn irgendwie Huhn oder so und dann kannst du den speichern und diese Skillung eigentlich übernehmen. So mache ich das eigentlich immer. Ich hoffe, das funktioniert bei dir auch. Dankeschön. Einwandfrei. Gerne. Müsli Maus, hi. So, Freunde, wer mit will, Sanctum Skip, also die ersten drei und die letzten beiden, da wollen wir jetzt einmal rein. Wer mit möchte, organisiert Schlachtzüge klassisch und Gruppe LOL, L-O-H-L und dann machen wir uns da auf jeden Fall auch den Sommerspaß. Gibt, sollte mein Char eigentlich dabei haben. Und wenn ihr noch einen habt, du doppelt hält ja besser, ne? Gar kein Ding. Letzter Run waren ja zwei Legibögen. Also vielleicht jetzt mal wieder drei Legibögen oder mal ein Mount. Sehr wie Mounts in letzter Zeit nicht so Böcke, ne? Das prangere ich wirklich an. Und unsere Hunter haben auf jeden Fall auch wieder Lust. Das ist schön zu sehen und dann sind wir nämlich auch schon voll geworden. Sehr gut, jawohl, so mögen wir das. 12 Millionen Heilungen auf die komischen Ads bei Fyrak, da war er einfach am Start, ne? Der lause Junge, der hat die Ads gesehen, gleich hin, eine links, eine rechts, waren die voll geheilt. Sehr, sehr gut. So, jetzt war ich ja wieder im Fyrak-Modus. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ihr noch so geschrieben habt, Freunde. Da bin ich ja immer ein bisschen im Tunnel, ne, bei der Endbosse. Da waren wir bei Naira gerade mit der kosmischen Macht. Genau. Und Fredon schrieb noch, alle Raids eines Addons bis zum Ende dieses relevant zu halten, war früher vielleicht eine gute Idee, um die Leute zu beschäftigen. Heutzutage läuft man ein Raid durch die ganzen Schwierigkeitsgrade deutlich häufiger. Da hängt er doch schnell zum Halse raus. Wenn ich dann noch alle anderen machen müsste, dann würde ich quitten. Das ist natürlich auch ein guter Punkt, ne? Wie viel sich da doch wieder verändert hat, was dann maybe auf Classic-Basis doch einfacher funktioniert als bei Retail, auch von dem ganzen Balancing-Geschnodder mal ganz abgesehen, ne? Ich erinnere mich dann immer an Tobis Gemecker, als er noch Hunter gespielt hat. Und da war es dann in Legion eine Zeit so, dass nicht der 4er-Set-Bonus aus dem Grabmal, sondern der 2er-Set-Bonus aus dem Raid davor, der Nachtfestung und der 2er aus dem Grabmal in Kombination am besten war. Weswegen der Bruder dann random Nachtfestung mythisch gerannt ist für Handschuhe und Schultern und Grabmal bei uns mit für Brust und Kopf, ja. Dann musstest du ja auch aufpassen, dass du jeweils andere Teile hast, sonst zweimal Schulter kannst du ja auch bloß nicht anlegen, ne. Und das war schon mittelschwere Katastrophe, also da müsste man tatsächlich sehr, sehr viel dann auseinanderklamüsern, ne. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das wirklich zielführend wäre oder dass sie ein bisschen weniger Bock vielleicht darauf haben. Deswegen die Grundidee, die kann funktionieren, ne? Aber was dann doch alles mit dranhängt, schwierig. Snowy, hi. Ich bin echt gehypt. TWW Collectors Box und 1027, das wird alles wunderbar gut. Ja, ich freue mich tatsächlich auch sehr. Wie habe ich es gestern getweetet? Gaming, Leute. That is it, ne? That is it. Sehe ich ähnlich. Wenn der Tank stirbt, sind die Heiler schuld. Sterben die Heiler, ist der Tank schuld. Stirbt der DD, selber schuld. Ja, gerade mittlerweile, nicht sterben kannst du auch mal versuchen, dankeschön. Mittlerweile ist es ja wirklich so, auch durch die höheren M-Plus-Keys, ne, da musst du ja wirklich selten heilen. So, es sei denn, es gibt Phasen bei Bossen, die irgendeine AOE-Nova machen, aber ansonsten haben die DDs gefälligst auf, sich selber aufzupassen, ja, sodass dann auch der Heiler mit Schaden machen kann. Hast du schon die Fallout-Serie reingezogen? Fangen wir heute Abend vermutlich an. Wir haben erstmal die neuen Folgen von LOL durchgezogen und hatten jetzt einen neuen Anime auf dem Kika, der sehr oft empfohlen wurde. Spy Family haben wir uns angesehen. Und das war ein absolutes Fest, was für ein meme-lastiger Anspielungs-Fiebertraum. Und jetzt wäre dann die Überlegung, gucken wir mal wieder Scrubs oder King of Queens oder sonst was. Oder gehen wir in was Neues rein und da Fallout und auch Shogun beispielsweise sehr häufig empfohlen wurden, gehen wir vermutlich erstmal in so eine Richtung, ja. Bei Fallout tatsächlich nur Positives gehört, bin ich sehr gespannt. Hatte heute einen sehr weirden Gedankengang,
Ich habe nämlich überlegt, welchem Land auf der Welt welche kosmische Macht aus WoW zugeordnet werden könnte. Wenn doch mal die falsche Festplatte bei irgendeiner KI durchbrennt, ne? Dann haben wir die IRL-alten Götter. Aber ich habe auch manchmal so Ideen. Ja, nicht mal wenn ich gezielt über irgendwas nachdenke. Dann kickt aber auf einmal so ein WoW-Gedanke, ja? Zack, auf einmal aus dem Nichts. Boom. Egal ob beim Käffchen mit Oma oder wenn ich ein Paket annehme oder so, auf einmal, was wäre eigentlich wenn? Na, total bescheuert, das sind unsere Gehirne, vielen Dank für den Port, vermutlich einfach so dauergeschädigt, ne, dass man da gar nicht mehr viel Positives dann in diesen Momenten an Kontrolle zur Verfügung hat. Ne? Dann ist einfach so ein Selbstläufer. Ich lese gerade vom WoW-Twitter-Account, Taiwan bekommt die alte Größe wieder in 10.2.7. Ja! Nice, da wurde ja zu Recht gemeckert, ne? Die Hundemounts, die sind immer mit viel Kritik umwoben. Taiwan ist ja der große Hundi, der wirklich auch ordentlich groß ist, ne? Das ist ja seine Besonderheit gewesen. Da sehen wir ihn. Und den gibt es ja als Mount-Belohnung vom großen Dragonflight-Meta. Und dann fand Blizzard den aber zu groß, hat ihn genervt. Alle haben geweint. Und dieses Weinen hat Blizzard erreicht, darum machen sie ihn wieder so groß, wie er hier ist, der gute Boy, ne, let's go. Und damals gab es ja auch dieses Hundemount, wenn ihr euch erinnert, wie hieß der? Shuzen, Shih Tzu, Nintendogs, ich weiß es nicht, ich glaube Shuzen, ja. Und bei denen gab es dann auch kurz nach seinem Erscheinen, gab es irgendwie die Patchnotes, dass er jetzt 30% fluffiger ist. Ich weiß nicht, wie sich das berechnet, ob wir irgendwie eine Fluffskala haben oder so, aber das war damals der Patchnote, ja. Der Hundi ist jetzt fluffiger. Perfekt. Kann doch nicht normal sein, dass du die Axt nicht bekommst. Ja, du weißt, ich kriege nie irgendwas, ne? Habt ihr mich schon mal irgendwas was bekommen sehen? Nee, irgendwas was und so. Eine Wattwanderung, vielleicht soll ich die mal machen, ja. Das wär's. Gestern gab's einen neuen Final Fantasy Trailer für Dawntrail, dem neben den neuen Grafiken auch neue Moves für die Klassen vorgestellt wurden. Auch für Ninjas. Und Ninjas waren ja immer schon ein riesen Naruto Easter Egg mit den Handzeichen und so. Aber jetzt ist der neue Move einfach, dass du einen Riesenfrosch beschwörst. Oh nein. Auf dem reitest und der Gegner angespuckt wird und du damit Schaden machst. Langsam machen sie es ein bisschen sehr offensichtlich, ja. Dann schreist du nur noch Gamma Bunta Öl, zack, und dann Riesenflamme rein, ganzer Raid weg. Junge, sick, aber das sind genau die Weeb Easter Eggs, auf die ich Bock habe, ne? Naruto Easter Egg muss auf jeden Fall immer stabil gehen. Das war damals mein Lieblingsmove auf der PS2 bei Naruto Ultimate Ninja Storm. Was war das? 1,5? Wie viele gibt es jetzt? 6? Ich weiß es nicht. Aber das war immer schön. Jiraiya, fette Kröte beschwören, Junge. Dann spuck die Kröte Öl, du Feuer rein. Boom, hat dem Gegner gar nicht gefallen. So ein schöner Move. Jo, liebe Tanks, dann wie immer, ne, wenn ihr seht, es sind alle da, dann fühlt euch frei. Müssen wir nicht unbedingt Ready-Checks und Co. machen. Es sei denn natürlich, ihr seid euch unsicher, ja. Da gebe ich euch gern den Assist. Aber an sich würde ich sagen, wir laxoren hier einmal durch. Und dann Abfahrt. Nur 4 Teile? For real? Oh, das ist aber sad. Na gut. Pirate Warriors, da gibt es ja auch irgendwie nicht hunderte, ne? Da war jetzt der neueste, den sie noch mit DLCs und so beballert haben, in Form von 9 spielbaren Charakteren. Aber sowohl Ultimate Ninja Storm als auch Pirate Warriors? Wo nächster Teil, Junge? Oh, würde da ehrenlos reingegangen werden. Richtig sick. Wie wär's damit, dass dir zum Beispiel Blutschrei damals im ersten Run vom Mega-Dungeon direkt gedroppt ist? Ja, daran wollen wir uns lieber jetzt nicht erinnern, Snowy. Mach nicht diesen jetzt. Leider habe ich das schon vergessen. Darum ist es auch nie passiert, ne? So nämlich. Muss alles ins eigene Narrativ passen. Hervorragend. Was war aber bitte auch die Überlegung von Blizzard, den kleiner machen zu wollen? Ja, vermutlich haben sie irgendwie gesehen, dass viele Leute vielleicht an Türen hängen bleiben beim Reinreiten? Oder Leute haben wieder Blödsinn angestellt und sich damit irgendwie auf Questgeber platziert oder so und dann dachten sie, na komm. Aber da hätte man schon mit dieser Reaktion eigentlich rechnen müssen, oder? Blizzard, huhu, wir sind's, Mann. Wir schreien da doch direkt. Was ist mit denen? Hätten die vorhersehen müssen. Hätte Final Fantasy kein Abo-Modell, würde ich das als MMO auch in meiner Bibliothek haben, aber kann immerhin die Testversion zocken.
Ja, und das ist ja auch ganz geil, ne? Dadurch, dass es eine sinnige Testversion hat, Ausrufezeichen Final, wenn ihr auch mal reinschauen wollt, die ja nicht zeitlich begrenzt ist, wenig Einschränkungen hat und so weiter, kann man da ja auch wirklich, ohne jetzt eine müde Mark investieren zu müssen, einfach mal sich ein bisschen umschauen, mal ein bisschen andere Luft schnuppern und zack, ist ja schon wieder 10.2.7, zack, ist schon wieder 11.0. Vielleicht ist dann mal wieder irgendwo Flaute, dann spielt man da mal wieder weiter, ne? Und dieses Hin- und Her-Tanzen, das ist ja durchaus ganz schön. Gerade wenn man dann nicht immer und überall reinpayen muss. Aber natürlich kann. Ja. Oder dass dir die Garrosch-Schultern damals getradet wurden. Ja, ich mag es nicht, wie schnell du so viele Beispiele hast. Wir müssen hier mal alle ganz schnell ganz viel vergessen. Das ist das Ziel für heute. Du hast ja das Final Fantasy Let's Play bei YouTube drin. Bekommen wir die komplette Main Story von dir? Ich weiß noch nicht genau, wie wir weitermachen, um ehrlich zu sein. Also, wir haben für diesen Monat 4 Streams als Sponsoring. Und da habe ich ja auch im Streamplan ein bisschen was umgestellt. Und danach weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Ob die Kollegen mit meiner Umsetzung zufrieden sind oder nicht. Inwieweit die nächsten Segmente stattfinden oder nicht. Aber selbst wenn nicht, hat mir die Story bisher sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde auch gern weitermachen. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das dann unterbringe, wenn die Tage nicht spontan 48 Stunden bekommen. Darum haben wir diesen Monat auf jeden Fall die 4 Streams und danach müssen wir mal gucken, wann, wie, wo und warum, was jetzt sinnig wäre und nicht, ne? Oder dass du einer der ganz wenigen bist, die in unseren Streamruns das Jaina Mount bekommen haben. Jetzt mach mal nicht diesen, ja. Doch, ich mache diesen. Ist alles schon vergessen. Oh, siehste, der Bruder hat auch vergessen, wie man läuft. Jetzt ist er runtergefallen. Verdammt. Er war einer der Besten. Ja. Die Story ist halt sehr lang, aber lohnt sich auf jeden Fall. Wäre, glaube ich, genau dein Ding. Definitiv, ja. Definitiv. Ist bisher wirklich cool. Und darum würde ich auch gerne weitermachen. Und darum mal gucken, was der nächste Monat sagen wird. Habe gehört, die Mad Moments sind der neue heiße Shithole heutzutage. Klare Empfehlung, 10 von 10, gibt bereits auch sehr viele Staffeln. Das stimmt, die begleiten uns auf YouTube auch schon seit Jahren. Mad Moments, das sind meine Best-ofs. Wer heute Abend nicht weiß, was er gucken soll, einfach auf YouTube mal suchen. Vielleicht sind diese teilweise hirnlosen Zusammenschnitte genau eure Abendunterhaltung. Oder auch nicht, vielleicht machen sie euch auch sehr, sehr wütend und dann spielt ihr noch konzentrierter in WoW. Weil Wut bekanntlich sehr konzentriertes Verhalten hervorruft. Da geht's schon los mit dem Hirnlosen. Oh nein, es umzingelt uns und es kommt immer näher. Craft hat das Jaina Mount nicht im ersten Kill bekommen und ihm fehlt immer noch das Ross im Sanktum. Das stimmt. Bei wie vielen Tries sind wir mittlerweile? Ich glaube, wir waren an der 100 dran, oder? Es geht bestimmt jetzt Infight wieder nicht. Nee, müssen wir gleich gucken, wenn das Auge kaputt ist. Aber das hatte tatsächlich noch nicht so viel Böcke und auch allgemein nicht. Also wir nehmen ja eigentlich jedes Mal diesen Boss mit. Und dass man jetzt sagen könnte, ey, das Pony, das hat wirklich regelmäßig Bock. Also das ist ja auch nicht der Fall, ne? Aber heute würde ich es nehmen. Also es ist ja auch immer noch Ostern irgendwie, oder? Es ist ja so ein Ostermonat, deswegen kann man da, finde ich, auch mal ein bisschen gönnen. Wo war's denn? Wo ist denn Rarity, hä? Details? Tomcats? Ist Rarity tot? Was denn da kaputt? Warte mal. Slash Rarity. Gib Hilfe ein. What the fuck? Wo ist es hin? Es ist wirklich aus. Oh nein. Rarity, komm zurück. Junge, ich dachte, hä? Was ist jetzt kaputt? Addon nicht da. Ja, ich hab's ausgemacht. Habe ich bestimmt vergessen, wieder anzumachen bei meiner Oschi-Angelei der letzten Tage. Einfach durchgespielt, ja. Hat sich deaktiviert. Hat sie gedacht, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. So, guck mal, hier sind wir doch richtig. Und dann hier unten 169 Tries sogar schon. Wow, Kerkermeister sind wir bei der 98. Da gehen wir nächste Woche in die 100 rein. Aber Sanctum Ross, Junge, 169. Und guck mal, bei beiden steht, ich bin unglücklich, ja? Ihr wollt's nur sagen, WoW. Macht mich sehr unglücklich, sagt mein Addon. Mad Moments liebe ich, auch wenn mich der Anfang von der letzten Folge von 23 etwas stört.
etwas stört, ja. Ab und zu sind sogar Sachen drin, wo wir mal was gewinnen oder was reißen als Gruppe, ne? Überwiegend ist das Gegenteil der Fall, aber wenn sowas mal passiert, dann ist das gleich so ein Ausreißer, ne? So ein kleiner Matrix-Fehler. Eine von zwei Weltquests ist finally da. Oh, ist das maybe die, die ich auch brauche? Ist das Fotografieren in Onara? Warte mal, sehe ich das hier? Oder sehe ich das nicht? Nee. Ich glaube, die müsste hier unten sein, die Fotoweltquest. Oder dort? Nee, Opfer befreien, das mit den Spinnen? Scheiße, es ist, glaube ich, nicht die, die ich noch brauche. Und Arena-Weltquest ohne Goldbelohnung. Oh, da bin ich aber auch wieder unglücklich, Junge. Was sagt Rarity? Unglücklich. Ja, scheiße, Leute. Das Glück hat uns verlassen. Ich stelle mir aber gerade vor, was Blizzard ihr Ziel sein könnte mit Remix und Plunderstorm. Wie würdest du es finden, wenn statt einer Season 4 am Ende des Add-ons zuerst eine Season Plunderstorm kommt und anschließend ein Season Remix, jetzt zum Beispiel Pandaria, als nächstes WoD? Die Vermutung ist ja, dass Blizzard Classic mit Cutter beenden wird und dann auf Remix sich konzentriert. Das würde erklären, warum man mit MOP startet, weil wir alles bis Cutter schon in Classic hatten. Das ist auf jeden Fall etwas, was man sehr gut momentan daraus schlussfolgern kann, ja, und dass sie dann eher sowas machen wie Cutter SOD, Wotika HC oder was auch immer, ja, dass sich diese Kuh auch mehr zu melken lohnt, und das ist gar nicht negativ gemeint, ne, da sage ich, melk mich Blizzard, weil das ist ja auch alles ganz wundervoll und macht ja Laune. Und darum denke ich schon, dass das definitiv eine Option ist. Und ich würde das sehr feiern. Ja, denn wie vorhin auch schon beschrieben, finde ich es eigentlich ein bisschen ermüdend, wenn auch gleichermaßen dazugehörig und irgendwie okay, wenn wir dann so Zwischencontent bekommen. Und da hast du halt eine Story-Quest, die ganz nett ist. Und dann hast du vielleicht noch zwei, drei Nebenquests irgendwie mit Handwerk oder einer neuen Fraktion. Und dann hast du ein neues Gebiet vielleicht oder irgendeine Umwandlung mit Events von bereits vorhandenen Gebieten, wo du dann wieder Rares campst oder irgendwelche Portale schließen musst, und dann kriegst du eine neue Währung und einen neuen Händler, wo du Sachen kaufen kannst. Und ja, das ist ganz nett und das machen wir seit Jahren, aber wenn sie das jetzt angehen und das in was Cooles, Innovativeres, Neueres verwandeln, dann bin ich da sowas von an Bord, ja. Und darum würde ich auch längerfristige Änderungen und Experimente in dieser Richtung definitiv sehr begrüßen. Ja, also mehr als die anderen Optionen, die uns da bisher zur Verfügung standen. Die Reduzierung der Größe von Taiwan hatte nichts damit zu tun, dass er zu groß war für Türen und so. Die Größe des Modells hat zu Fehlern in der Animation geführt. Oh, weshalb es zunächst reduziert wurde, wo die Fehler nicht auftraten, um die zuerst zu beheben, um es dann wieder größer zu machen. War nie geplant, das dauerhaft so klein zu lassen. Ah, guck mal. Das erklärt's natürlich. Sehr interessant. Wow, was war das denn? Bruder, Keltusat. Der hat auf jeden Fall keine Erklärung mehr abgegeben. Der ist einfach einmal gerippt worden. Sehr, sehr gut. Ja, cool. Siehst du, das habe ich so auch nicht gelesen. Das ist natürlich dann eine ganz andere Richtung, in die es da dann geht. Ja, was hat man wieder nur direkt gelesen? Den Riesenaufschrei, ne? Irgendein Blizzard-Entwickler getweetet, ja, Leute, aber, und direkt... Gar kein Bock hier, hör mal. Frechheit. Na, das ist doch eine deutlich schönere Begründung, oder? Wir mussten den so ein bisschen fixen. Darum haben wir ihn erst in die hydraulische Presse gepackt, aber jetzt entfaltet der sich langsam wieder. Ja, das ist wie wenn man zum ersten Mal so einen Schlafsack ausrollt, so einen neuen... Und den aus dieser Tüte rausholt, ausrollt, drin schläft und dann versucht, den am nächsten Tag wieder in die Tüte reinzubekommen. Kannst du komplett knicken. Habe ich letztens erst so ein Short-Video gesehen auf YouTube. Aus der Schlafsack-Faltfabrik. Wo die Maschinen haben, wo die Schlafsäcke einhängen. Die pressen dann da die Luft raus. Und dann drücken die das einfach in die Tüte rein, Junge. Und wir müssen das selber machen. Strunzbesoffen nach dem Festival. Ja, danke für gar nichts, ey. Das ist auch eine Technik, wirklich. Ich prangere das an. Ey, die verschlingende Kälte. Ja, moin. Guck mal, wenn das kein lecker Schwertchen ist, oder? Dann weiß ich auch nicht. Und ich glaube, der Tag, dass da nicht Niet gerollt wird, der Tag ist auch wirklich noch fern. Ist das ein SOD-Raid? Nee, das ist Retail. Dragonflight, beziehungsweise ehemals Shadowlands. Taiwan
Wie diese Schwammdinos von früher, die man im Wasser aufgehen lassen musste. Ja, geil. Die waren auch toll. Da hatte ich alles Mögliche, auch von Bionicle, diese Pflanzen, die sich ausgeweitet haben. Und da hattest du echt einige, die wurden wirklich immer größer. Ne? Ich habe das tagelang in der Badewanne liegen lassen. Und da kann man von Glück reden, dass das nicht lebendig geworden ist, ey. Sonst wäre das auch eine halbe Invasion der alten Götter geworden. Ich dachte immer, man schläft in der Tüte. Aber selbst dann hast du ja das Problem, den Schlafsack da wieder reinzubekommen, ne? Es sei denn, man denkt, der Schlafsack ist so Füllung, wie man manchmal in neu gekauften Schuhen hat, ne? Dass sie von oben nicht eindrücken, ist da so Papier drin. Kaufst du so eine Tüte, nimmst den Schlafsack raus, schmeißt den weg und nimmst nur die Tüte. Vielleicht ist das, ne? Der wahre Sinn. Der wahre Sinn von Weihnachten. Oh ja. WoW und Diablo vermischen, würde ich feiern, das Loot-Prinzip. Das ist natürlich auch nochmal eine etwas andere Ecke, aber im Rahmen der Schnelllebigkeit und des Tempos von Retail und auch dessen, was sie jetzt mit diesem Remix-Event auf die Spitze treiben, ne? Da ist halt auf jeden Fall nicht unmöglich, dass sie sich da auch von anderen Versionen inspirieren lassen. Also, wir haben ja letztens auch drüber gesprochen, inwieweit lassen sich denn die positiven und gut angekommenen Effekte und Features von Retail und Classic vielleicht in Zukunft vermischen. Und Fazit war immer, naja, Hauptsache nicht zu sehr, weil man will natürlich die Eigenheit dieser Version erhalten und nicht immer passt alles auch gut in die andere rein. Dafür sind die auch zu sehr auseinanderentwickelt. Aber jetzt bei diesem Remix-Event, ja, was haben wir da? Wir bekommen bei den verschiedensten Quests einfach Bonussäckchen mit Bonus-Loot drin. Das haben sie in den Classic-Versionen ganz gerne mit reingebracht, den Vortica zum Beispiel. Dass du bei einer Quest so ein Beutelchen mit hilfreichen Waren bekommen hast, wo dann Stoffe drin waren, Edelsteine, Leder, Erze, Bufffood oder was auch immer, um eben deinen Weg so ein bisschen zu beschleunigen. Und wir kriegen in Remix Sockel und Fähigkeiten, die wir dann in unsere Armschienen oder unsere Brustsockeln. Ja, das ist halt im Grunde SOD, ne? Also da in diesem Remix-Feature haben sie natürlich nicht nur von den Classic-Versionen, bilde ich mir ein, aber vieles anderes genommen. Ist ja auch ein bisschen Torgas drin mit den Power-Ups, die Loot-Schwämme der Insel-Expedition oder whatever, so als hätten sie überall, ne? So ein bisschen so wie wieder Zeitfäden sammeln, um unseren Umhang zu stärken, hat sich Blizzard überall so eine Faser genommen, ja, und gesagt, guck mal, guck mal, guck mal, was wir hier neu zusammenweben, boom, bisschen Tempo mit rein. Setting ist sowieso schon bekannt und dann rums, geht das los. Ne? Und das sind natürlich Kombinationen, die sicherlich immer wieder anstehen werden in unterschiedlichstem Ausmaß und die möglicherweise auch so entstehen können, ohne dass man jetzt bei jedem Feature irgendwie guckt, wo haben sie sich da inspirieren lassen. Gibt sicherlich auch immer wieder genug eigene Ideen, ja. Aber warum das nicht nutzen? Warum nicht sagen, hey, wir haben hier vielleicht als nächstes so einen kleinen MOBA-Modus wie ein HOTS oder wir haben ja als nächstes sowas wie ein Diablo-Loot-Event, ja? Oder wir haben sowas wie, was weiß ich, in Overwatch trägst du auf einmal eine Knarre und schießt wild um dich. Nee, das vielleicht nicht, ne? Es geht nicht mit allem einfach so, aber generell, ja, sind diese Events, denke ich, ja auch für alle Spieler konzipiert, ne? Laufen ja deswegen auch wie ein Plunderstorm dann über so ein extra Server-Modell. Und ich denke, genau deswegen können sie sich da auch leisten, wenn sie wirklich alle ansprechen wollen, naja, das Ganze so eben aufzuziehen und viel zu kombinieren und zu probieren. Ja, geil, stehe ich drauf. Hier der originale Blogpost vom Community Manager Kaivax. In der... Warte, wo bist du hin? Da oben, von Kaivax, ja. Um diese Probleme mit den Animationsbugs bei Taiwan irgendwie in den Griff zu bekommen, haben wir aktuell die Größe reduziert vom Reittier. Sie aufpassen hier, lesen, übersetzen und auf einer Eisbrücke laufen, Junge. Das ist mir auch zu viel. Hallo, geh auf die 30 zu. Sag mal, Sylvanas, was soll das? Und das ist nur temporär, ja, ein temporärer Zustand, während wir an Fixes arbeiten, um den Goodest Good Boy wieder in seine ursprüngliche Größe versetzen zu können. Sehr, sehr schön. Okay. Und er sollte dann schnell seine normale Größe wieder haben. Da haben sie schon fest mit gerechnet, dass das hinhauen wird. Und dann ist er wieder der Größte unter den Großen. Sehr schön. Wir finden euren Enthusiasmus im Feedback sehr, sehr gut. Den appreciaten wir. Und ja, da sind sie sehr happy, dass bei diesem Mount direkt der Aufschrei kam, ne? Dass ich da wirklich
ja, drum gesorgt wurde, dass diese Belohnung, auf die jetzt viele hinarbeiten, natürlich auch so sein soll, dass sie besonders und toll bleibt. Da haben sich also sogar gefreut über das Feedback. Ja, über Teile des Feedbacks würde ich in der Form ergänzen, aber das ist doch eine sweete Ansage. Dankeschön. So, Frau Windläufer, wir machen auch paar sweete Ansagen, oder? Mein Mount habe ich nicht bekommen. Aber ich möchte meinen, geil, wie die Skybox jetzt rumspinnt, weil wir sie in der Verdunkelungsphase gekillt haben. Aber Bögen, come on. Ah, schade. Aber ist ein Kompromiss, weil der Köcher ist echt selten und auch echt geil. Guck mal, wie geil dieser Köcher bitte von den Farben zu meinem Set passen würde. Schmeckt einfach. Also den kann man definitiv auch mal im Inventar haben. Ansonsten dran denken, Kiste selber looten, wenn das Mount droppt, ist es in der Kiste drin. Ja, das ploppt nicht einfach auf. Aber auch da sieht es Mount-technisch wieder ein bisschen nach Ebbe aus. Kann das sein? Schlimme Zeiten. Aber ey, letztens zwei Bögen, jetzt den Köcher, Schwerter ohne Ende. Glaube, damit kommen wir auch klar, oder? Das ist okay. Dankeschön fürs Mitkommen. Vieles Dankes für die wundervolle Runde. Dann können wir jetzt gerne noch ein paar Mega-Dungeon-Skips machen. Wenn ihr denn Böcke habt, wenn da zeitlich passt, bedeutet, wir machen wirklich nur den Endboss im Mega-Dungeon Dämmerung des Ewigen. Warum? Der hat den geilsten Loot dabei. Der kann Drachenvorlagen droppen, die eure Drachen im Schuppenstil der Ewigen einfärben. Dieses schwarz-bläulich-weiße. Ne? Und der kann diverse Quanten-Items fallen lassen, die ihr dann benutzen könnt. Ein Streitkolben, der zu irgendeinem Streitkolben wird, ja. Oder ein Bogen oder alles. Einfach Armschienen, wenn er Pech habt. Einfach alles. Chicken Nugget möchte in die Gilde, ja sicher. Da bist du aber herzlich eingeladen, hör mal. Das kriegen wir hin. Chicken Nugget. Ah, das ist der Trick. Du hast nur ein N drin, ne? Ah, guck mal. Clever outplayed. Ohne Nachname, ohne Sonderzeichen. Big Brain Move. Mit wem war ich denn schon im Mega-Dungeon? Lass mal gucken, Mausoleum mit Garkheim. Na, dann kann ich ja auf Main, wa? Oder habe ich mich verguckt? Ich traue dem Frieden gar nicht. Waren wir nicht? Sanctum Mausoleum Amirdrasil. Wir sind ja wieder frech unterwegs, Junge. Der bleibt nicht lange. Der ist zu beliebt, ich fürchte auch. Chicken Nuggets sind aber auch eine geile Scheiße, oder? Boah, wer auch immer das erfunden hat. Dieser miese Hund, wegen dem bin ich fett. Den werde ich anzeigen. Gehen heute noch zwei Raids mit T-Mok am Ende. Hab dann noch zwei T-Moks, die es mir richtig angetan haben, die ich gerne mal von dir begutachtet lassen würde. Ja, das wird, glaube ich, jetzt ein bisschen knapp, aber werden ja nicht die letzten Runden sein, ne? Speicher die dir gut ab und dann kriegen wir das bestimmt in den nächsten auch richtig hin. Das Huhn hat's erfunden, ja, das Hühnchen selber war es, wenn ich das erwische, ne? Dann kriegt das aber einen. Erstmal so ein Huhnwürgen, wie bei den Simpsons dann. Ich komme mal zu meinem Gedankengang mit den kosmischen Mächten und Ländern. Deutschland die Ordnung, Russland ist für mich Chaos, USA das Licht, Italien das Leben, Nordkorea der Tod, Afghanistan Tod, sonst noch Frankreich die Ordnung, England Tod, sonst noch wer Vorschläge? Holy shit, das ist definitiv etwas, was man nicht auf Twitter so posten sollte. Aber ich glaube, jede Zuordnung wäre nicht nur sehr unterschiedlich, sondern auch immer sehr verstörend und spätestens bei der fünften Zuordnung fangen die Leute sich dann ein, mit politischen Diskursen irgendwie gegenseitig den Schädel einzuschlagen. Darum würde am Ende höchstwahrscheinlich immer das Chaos und oder der Tod gewinnen. Kannst du meinen Ali in die Gilde laden? Ja, dafür müssen wir uns allerdings in der Battle.net-Freundesliste haben. Ich weiß nicht, ob das schon geschehen ist. Bedeutet Raider.io, mal gucken, ob wir das schon haben. Dankeschön für die Einladung. Und du bist bereits in einer Gilde. Achso, du bist gar nicht auf dem Ali, lol. Dann können wir das natürlich schlecht probieren. Aber du könntest stattdessen testen, einmal meinen Battletech hier oben zu nehmen und mich da zu adden. Und wenn ich dich dann in der Freundesliste habe und du auf dem Ali bist, dann geht das auf jeden Fall. Leider geht es anders bei uns tatsächlich nicht. Darum habe ich auch meine Allies alle noch nicht drin und so, weil ich ja sehr, sehr viel Zeug noch machen müsste jedes Mal, ne? Und immer gucken, Battle.net-Liste und hin und her und das ist mir ein bisschen zu doof noch momentan. Darum bin ich in der Richtung mit dem Fraktionszusammenschluss noch ein bisschen unzufrieden.
So wie dass du zwar gemeinsam in den Raid dann reinfliegen kannst, aber sobald du versuchst, dich über ein LFR anzumelden oder über einen HC-Dungeon, geht's wieder nicht mehr. Ja, das sind alles so Sachen, wo ich hoffe, dass Blizzard da noch den Hintern hochbekommt, das alles richtig einstellt. Aber wenn ihr sagt, ich möchte jetzt schon rein, ist das gar kein Problem. Müsst ihr mich nur einmal adden, dann machen wir das und dann passt das, ja, gar kein Problem. Gut, wer mit möchte, Runde Skip Arrive, vielen Dank an Maverick, dann könnt ihr euch gerne mit reinhauen unter organisiert Schlachtzüge klassisch und Gruppe LOL, L-O-H-L, und dann machen wir ein paar schöne Runden Mega Dungeon Only Endboss, jawollo, Kaino ist am Start, kann den DD machen, jawohl, dann haben wir hier noch einen DD und da noch einen Heiler. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon voll, weil der Maestro steht dort vorne ja selber auch, ne? Genau, habe ich richtig gesehen. Was hast du da für einen Mount? Muss ich mir da Sorgen machen? Das ist der Hund, oder? Ist es der Hund? Es ist der Hund. Nice. Look at him. Sehr, sehr gut. Hey, Piratenmorg. Sehr gut. Hundi fehlt mir noch, aber Piratenmorg ist auf jeden Fall am Start. Dann gehe ich auf Blut. Und dann geht's gleich rein. Und dann hoffen wir natürlich das Beste. Das Allerwichtigste ist, dass ihr, wenn ihr wollt, am Ende das Item bitte einmal postet in den Chat, wenn ihr was Schönes bekommen habt, damit wir auch sehen, was bei den Items rauskommt. Ja, denn weil alles droppen kann in diesem Dungeon, ist es natürlich besonders spannend zu sehen, wer dann am Ende was bekommt. Da hatten wir schon Runs, da gab es Legis und Epics. Und dann gab es Runs, da gab es gefühlt nur irgendwelche Greens aus irgendwelchen Westfall-Devias-Verstecken oder so. Und das ist dann immer der besondere Reiz, zu schauen, was werden wir gemeinsam hier ziehen? Wer hat heute die glücklichen Wochenendfinger und wem werden die Finger einfach abfaulen, ne? Unangenehm, sage ich. Heute sind mir das erste Mal so grüne Kugeln in der Luft um Waldracken aufgefallen. Ja, von den Traumsprüngen, ne? Kannst du durchfliegen und dann bekommst du diese Traumsprung-Essenz oder was das war. Wird es auch bei Remix geben. Da hast du in der Luft so Bronzeportale, das ist dieselbe Mechanik. Da kann man dann die Bronzewährung drüber farmen, wenn man da durchfliegt. Haben sie also auch gleich mit reingenommen wieder, ne? Kannst du jetzt trainieren, dann bist du ready. Wir geben Dream Search Core Lessons. Sind die immer da oder nur einmal bei einem Event und geben die ein Achievement beim Sammeln? Das wüsste ich gar nicht, ob da ein Achievement mit verbunden ist. Also beim Sammeln dieser Währung bestimmt, aber ob das mit den Kugeln zusammenhängt, da bin ich mir sehr unsicher. Aber die hängen mit diesem Event zusammen. Ja, die kann man immer mal mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob es sinnig ist, die gezielt zu farmen. Ich glaube, da gibt es sinnigere Farmspots dann. Aber die tauchen eigentlich immer regelmäßig auf, wenn dieses Event da mit dem Traumsprung aktiv ist. Und dann kann man da schön einen kleinen Bonus mitnehmen, ne? Aber viel mehr weiß ich zu denen auch nicht. Letztens hatten wir sogar viermal graue Items. Stimmt, das war am schlimmsten bisher, ne? Viermal grau oder. Das war wirklich Pain. Dann jetzt lieber noch ein paar Legis hier, Junge. Zweimal Donnerzorn, let's set. Freust dich schon auf morgen? Ich bin gespannt, ja. Ich bin gespannt. Also Angst hält sich in Grenzen. Weil das klang ja durchaus sinnig, was du da rausgesucht hast. Wenn jetzt deine Beschreibung wäre, also Maverick hat sich Terrakotta-Tanz als wirklich eigentlich schlimmen bis unmachbaren Erfolg gewünscht und meinte dann, er schickt mir eine Beschreibung im Discord und wenn da geschrieben hätte, ich habe auch keine Ahnung, lol, wenn er das so geschrieben hätte, dann, dann hätte ich Angst, aber er hat sich tatsächlich gut was rausgesucht, darum bin ich guter Dinge, was das angeht, ja. So, wir haben schon einige schöne Items hier ziehen können, da sind sogar Epics dabei, das ist auf jeden Fall stark. Was sehe ich denn? Einen Schiffbrecher der Monstrosität. Okay. Wir haben den Höllenspalter. Sehr, sehr cool. Aus der Höllenfeuer-Zitadelle. Mega nice. Gerade wenn man sich so einen roten Drehner jetzt macht, ne? Bisschen Ereda-Style mit dieser Axt. Fett. Wir haben einen Kreuzfahrerhelm. Das ist einfach tiefstes Vortica, oder ja? Nord and Quest. Big. Wir haben eine schöne Fackel aus dem Sanktum der Herrschaft. Yo, im Mythischen. Not bad. Und wir haben meinen Schiffbrecher. Das ist LFR. Und zwar Ewiger Palast. Der ist aber eigentlich ganz schick, oder? Mit dem Grün hier, mit diesem wabernden Wassereffekt. Lecker, lecker. Sehr cool. Und wir hatten...
Die habe ich übersehen bei Kaino. Oh nein, die Schattenradkugel. Bruder, das ist aber schon der geilste Drop dann in der Runde. Schattenradkugel, Weltbeute TBC. Big. Okay, das war doch eine nette Mischung. Vielen Dank für die Runde. Jetten wir gleich mal rüber in die nächste. Yes. Vinny Vanilli mit der 7 dabei. Dankeschön. Wo sind die Mount-Tokens? Ja, Mounts wirklich in letzter Zeit echt nur bedingt Bock, ne? Die vermisse ich auch. Ich meine, ich liebe es, dass ich mittlerweile so viele habe. Und ich freue mich auf die 5000 Seiten. Ich glaube, es sind genau 5 gewesen, ne? Vom Remix-Event, wo man dann nochmal welche kaufen kann. Aber das ist so der Nachteil, ne? Wenn du hier in die Liste schaust und jetzt hast du alle, die du haben wolltest und du kannst gar nicht mehr so viele Mounts haben. Blizzard, wir brauchen mehr Mounts jetzt. Let's go. Einfach jeden Tag ein neues reinpatchen. Sodass du gar nicht mehr hinterherkommst. Nee, das ist vielleicht auch nicht die Lösung, die wir haben wollen. Morgen wird's schlimm. Ja, also wir hoffen nicht, ne? Wir hoffen nicht, aber Terrakotta-Tanz ist der Erfolg, der eigentlich nochmal unbeliebter ist als nur der Bußfertige und Eisenzwerge gut durch zusammen. Und eventuell sehen wir morgen warum. Vielleicht brechen wir morgen aber auch diesen Fluch auf und können zeigen, dass es auch schöne Seiten bei diesem Erfolg geben kann. Ja, wir versuchen es, ne? So, dann mache ich mich mal auf den Weg hier mit dem Ruhestein und dann flattern wir fix rüber und dann machen wir Grüppchen wieder auf. Nickel, hi. Warum hat mein Priester kein Lack im Traum? Rufquest, Samenquest und Superblüte gemacht und jedes Mal die Brust bekommen. Kein Helm oder Hals oder Schultern, wo ich noch unter 430 habe. Ja, das kenne ich ja tatsächlich auch, ne? Das kenne ich auch mit der Geschichte, wo ich mit meinem Draktür die letzten Teile zum Umschmieden fürs Fullset holen wollte. Und dann fehlten noch Handschuhe und Armschienen und was droppt? Dreimal ein Umhang. Nächste Woche zweimal ein Hals, ein Kopf und... Also es war so lange eine schöne Ergänzung, wie man noch alles brauchte. Ja, aber wenn du versuchst, da gezielt zu farmen, es sind wirklich einfach Schmerzen, die man da erleidet, ja. Wichtig zu erwähnen ist nur, dass wir maximal 10 Mann sein können. Alles andere ist nicht möglich. Und wir werden es im NHC machen. HC haben die Bosse zwar mehr Leben, aber die Mechanik ist buggy im HC. Boah, auch noch, ne? Gut, dass du das direkt schon weißt. Da ist er natürlich fit, ne? Einwandfrei. Aber das ist natürlich nochmal räudiger, ne? Willst du ihn angehen und dann ist er auch noch generell buggy. Puh, Schmerzen. Darf ich mir einen Platz bei Terrakotta-Erfolg reservieren? Leider nein. Ich glaube, wenn wir da anfangen mit Reservierungen zu arbeiten für die Planungen der nächsten Erfolge und so, da haben wir dann vermutlich ellenlange Excel-Listen, ne? Und das ist dann, glaube ich, nicht besonders zielführend. Weder für die, die da dann keinen Platz ergattern, noch für uns alle die Planung und Organisation betreffend. Darum fangen wir da, glaube ich, gar nicht erst mit an. Heute zweimal Umhang bei einem Char. Ich hatte auch immer Glück mit den Umhängen. Ja, ich war auch so ein Umhang-Unhold, der dann die ganze Zeit Läden eröffnen konnte. Ja, mit Umhängen noch und nöcher. Fantastisch. Einfach nochmal wünschen, damit Craft das zweimal machen muss. Ja, ich meine, das kann natürlich passieren. Na, je nachdem, wie der Morgen läuft, muss man dann natürlich trotzdem gucken, ob das tatsächlich eine Option ist. Oder ob man dann sagen muss, Freunde der Sonne, maybe bleibt der tatsächlich ein einmaliges Ding, ja. Aber im Endeffekt, wie auch bei Erzfresser, wie auch bei Gruul, wie auch beim Beißen für Schattengraben oder so, wenn wir das gut hinbekommen, dann können wir das natürlich auch wieder probieren, ne? Das ist ja letztendlich Sinn der Sache. Wer mit möchte, organisiert Schlachtzüge klassisch Gruppe-LOL, LOHL, bisschen Gear mitbringen, Server- und fraktionsübergreifend und dann nächste Runde Mega-Dungeon. Jawollo. Ich werde heute nochmal einen kleinen Guide fertig machen, den du dir dann gerne abspeichern kannst für die Zukunft, den wir dann den Leuten zeigen können. Das ist natürlich eine coole Idee. Das klingt nice. Wir haben einen Heal, wir haben DD, DD und wir haben DD einwandfrei. Guck mal, da sind sie schon ran, die Freunde. Und wenn ich es richtig gesehen habe, habe ich gerade auch eine Battle.net-Anfrage bekommen von OneSelf. Jawohl. Dann lass mal gerade gucken. Warte, No Group. Bist du gerade auch online auf dem?
Ich glaube nicht, oder? Oder ich bin blind. Aber wenn du dann auf dem Char bist, dann kannst du ja einfach nochmal flüstern. Und dann können wir das mit dem Einladen gern probieren. Wir haben schon zwei Kollegen am Start, ja, dann gehen wir da gleich mal rein, oder? Let's go hier, zack. Sehr, sehr gut. Das ist tatsächlich ein Add-on, dass ich so Gruppen machen kann. Und das heißt, glaube ich, einfach Friend Groups, oder? Irgendwie so. Ich kann gleich auch nochmal gucken im Zweifelsfall. Und da arbeitest du dann einfach mit Notizen. Ne? Du kannst ja jetzt bei Freunden schon Notizen eintragen. Und da trägst du dann in diese Notizen quasi so Hashtags ein. So Hashtag RL-Freund, Hashtag Gilde, Hashtag YouTube, whatever, ja. Und das ist eigentlich ganz angenehm, um so ein bisschen Übersicht doch zu wahren. Und das müsste hier sein, ja, Friend Groups, genau. Das ist es einfach. Und das hilft mir in der Regel dann zu gucken, je nachdem, mit wem du jetzt gerade schreiben willst, dann so ein bisschen kategorisierterweise einfach schneller darauf zugreifen zu können, ja, gerade wenn die Freundeslisten immer größer werden, bevor man dann so eine halbe Stunde scrollt. Mit einigen schreibt man ja doch mehr als mit anderen. Da kam mir dieses Addon gerade recht. Gehen Gilden inzwischen serverübergreifend? Leider nein. Mit dem nächsten Addon soll das funktionieren. Der Char heißt Allison. Ich guck mal, ob wir das hinbekommen. Ah, mit einem L, richtig? Like this? Battle.net-Freunde können von der gegnerischen Fraktion eingeladen werden. Hä? Wir sind da jetzt Battle.net-Freunde, oder nicht? Ha! Ich bin verwirrt. Und huhu, Hallöchen. Oder meinst du jetzt wen anders? Ich weiß es nicht. Oh nein. Aber ich sehe es auch nicht anders. Bin verwirrt. Aber wir kriegen das schon hin. Ich weiß nicht, warum er dann jetzt sagt, ihr Battle.net-Freunde, ja, können eingeladen werden. Ich weiß es nicht, aber wir machen erstmal den Endboss. Und dann können wir ja nochmal schauen. Ansonsten wie immer gucken, dass wir die jetzt ein bisschen umpöbeln. Ja, die machen immer noch den meisten Schaden auf dem Boss, wenn wir die wegzergen. Ansonsten Kampfrausch zum Pull und weg mit ihm. Wo kommt er denn? Da drüben. Na dann, Pull-Timer. Und ab dafür. RL-Freunde, was soll das jetzt sein? Kann man das essen? Kann man auch. Wird aber so ein paar Nachteile mit sich bringen, ja. Es wird eine Menge Papierkram, da muss man viele Anwälte bezahlen. Also, wenn du im Vorfeld genügend Vermögen angehäuft hast, dann kann man das vielleicht mal probieren. Musst du damit rechnen, dass du dann in vielen Podcasts irgendwie Auftritte haben wirst. Ob man das wirklich will, I don't know. Darum habe ich mir abgewöhnt, meine Freunde zu essen. Aber wer da sagt, ey, da sehe ich mich, die haben da auch Bock drauf. Irgendwann wird man ja auch ein Hobby neben Gaming vielleicht mal ausprobieren wollen. Und wenn das dann passt im Freundeskreis, ne, knabbert man sich so ein bisschen an. Bringt jeder seine Gewürze mit und dann wird nicht gegrillt, sondern dem einen beißt man dann in Finger und dem nächsten in Nacken. Ist da auch was Schönes. Endlich mal wieder was zusammen machen, oder? Kannibale 12354. Hey, Mann. Wäre aber schon unerwartet, oder? Wenn du zu deinem Kumpel hingehst und du beißt ihm einfach komplett wild in den Finger rein, wüsste ich gar nicht, wie jemand reagieren würde. Vermutlich wäre derjenige so überrascht, dass man ihn wirklich einfach essen könnte. Tja, habe ich noch nicht so sehr mit der Psyche von Kannibalen beschäftigt, darum wäre ich auf jeden Fall auch einer von den Überraschten, ne? Aber jetzt haben wir es einmal besprochen, jetzt sind wir bereit, Leute. Also wir gehören schon mal nicht zu denen, die dann vor lauter Überraschung einfach gefressen werden. Wir beißen dann einfach zurück, ne? So sieht's aus. Warum in den Finger? Ja, weiß ich nicht. Je nachdem, wo man das vorhat, wenn er in der Sauna unterwegs seid, kannst du da auch andere Taktiken entwickeln. Aber das wäre mir jetzt persönlich ein bisschen zu wild geworden. Neues Hobby, bisschen Kannibalismus. Ich hab da so einen Hobbykeller, weißt du? Oh, Junge, da würde ich aber rennen. Da wäre ich aber schon hinter den sieben Bergen verschwunden. Guti. Gezetti. Zum Kill, Gezetti zu. Sogar Waffen und Schilden. Sehr cool. Vielen Dank für die nice Runde. Und dann gucken wir mal, was wir so bekommen haben. Bup. Wir haben ein wohltätiges Bollwerk. Yo, das sieht total wohltätig aus, oder? Das ist auch das Erste, was ich im Kopf habe, wenn ich wohltätige Zwecke höre. Perfekt. Schönes Vortikar-Schild. Wir haben außerdem Mantelung von Abramis. Karasan von Netagroll. Eigentlich ganz coole Schultern, oder? Auch für die damalige Zeit, schon mit dieser Lamellenstruktur, finde ich eigentlich ganz schick.
Dann haben wir die Schwingen des Chronolords. Okay. Achso, das war der normale Loot, ja. Und schäbige Kettenweste. Ey, graues Item. Das passt aber auch gut in der Kombi, oder? Und wir haben den Tentakelzermalmer. Junge, das ist auch wieder Palast. Was ist da los? Achara hat gesponsert den Loot heute, oder wie? Ewige Palast mythisch. Sehr schöne Farbkombi übrigens. Licht und Leere, hm? Behalten wir im Auge. Cool. Dankeschön fürs Mitkommen. Vieles Dankes für die nice Runde. Ich glaube, zwei können wir auf jeden Fall noch machen, oder? Ich glaube, zwei sollten kein Problem sein. Ich hab doch Dalaran-Ruhestein irgendwo. Warte mal. Muss mich hier doch nicht auf den kalten Boden setzen und die Hämorrhoiden wachsen lassen. Nee, nee. Porten wir uns schön einmal raus. Mein bester Freund wurde mal gebissen. Ist das der Moment, wo jetzt ihr El Walking Dead anfängt nach dieser Geschichte? Mein bester Freund wurde mal gebissen von einem Kollegen in der Disco. Rotzevoll. Kurz vorher sagte er, ich habe voll Bock, dir in den Arm zu beißen. War ein weirder Abend. Wow. Aber ich kann mir diese Situation aus den alten Feierschweinzeiten durchaus vorstellen, ne? Wenn Leute ankommen und dann, ja, ich würde jetzt gern mal einen Arm beißen und dann passiert das einfach. Holy shit. Da passieren Sachen, Mann. Kein Wunder, dass Walking Dead so anfangen würde. Müsste das nicht auch dann die beste Mahlzeit für einen Menschen sein? Weil er dann alles hat, was der Mensch braucht. Wow. Boydie, du hast mir das schon ein bisschen zu gut durchdacht irgendwie. Bisschen verdächtig jetzt auch. Wir behalten dich im Auge. Wir müssen aufpassen. Wenn Boydie auf Insta demnächst wieder Essensbilder teilt, ne? Dann müssen wir uns ganz genau die Struktur von dem Fleisch angucken. Gefährlich. Das Pet Aura, das es als aktuellen Reward von der Handelspostenleiste gibt, das sieht aus, ja, wie unser Frosch-Emote. Das stimmt, so habe ich mein Pet auch genannt. Geil. Ja, Aura, die kleine Zauberente, die ja schon sehr, sehr früh in Dragonfly gedatamined wurde und dann aber leider nie im Spiel war. Aber jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da. Ich versuch's nochmal. Ja, lass mal gucken, ob wir das jetzt hinbekommen. Du lockst nochmal um. Von Alataya auf den anderen. Da kommt erstmal mein Invite, hervorragend. Und dann wird das nochmal getestet. Ich gehe nie bei Voidy ins Restaurant. Ja, andere dafür jetzt erst recht, ne? Ja, das wäre heutzutage aber locker wirklich so. Imagine, wie damals mit diesen ganzen Gammelfleisch-Döner-Geschichten. Reißt du heute so eine Story, dass irgendwo jemand Menschenfleisch im Essen hatte, weil, keine Ahnung, der sich aus Versehen Finger abgeschnitten hat und der lag in der Suppe. Irgend so eine doofe Geschichte. Das geht dann auf TikTok viral und schon ist es das bestbesuchteste Restaurant ever, weil alle hoffen jetzt Menschenfleisch kosten zu dürfen auf dem Cheeseburger. Junge, ist das wieder krank. Aber genauso wäre es einfach. Genauso wäre die Storyline mittlerweile. So, vorletzte Runde für heute. Let's Fets. Und wir hoffen natürlich auf lecker Schmecker Loot. Auf dem Dudu bekomme ich natürlich keine Schilde, aber vielleicht eine geile Stangenwaffe. Streitkolben. Dudu kann ja leider keine Axt tragen. Das ist ein bisschen toxisch, aber es gibt auch verdammt geile Stangenwaffen, die mir fehlen. Wollen wir gucken, welche? Beispielsweise fehlt mir, Achtung, die hier. Nachbildung des Schweinestechers. Das ist so ein Dunkelmond-Ding, ne? Aber was fehlt mir noch? Hier, Harpune des Drachenjägers. Die finde ich voll geil mit dieser Animation. Da gab es auch, ich glaube, den, wie hieß der? Bis der Gruftbestie oder so. Der sah so ähnlich aus. Habe ich auch sehr gefeiert. Mit diesen komischen Winden da. Da hat die Waffe einfach zu viele Bohnen gegessen. Let's go. Aber die fand ich cool. Sobald irgendwie Waffen gerade in den alten WoW-Tagen irgendwie so eine Zusatzanimation hatten, wie auch das chromatische Schwert, was wir ja jüngst immer mal wieder verlost haben, ne? Dann war ich einfach direkt Fan. So einfach aus Prinzip, weißt du? Bin Qualitätskoch, ganz gerne für Essen vorbeikommen. Voldy ist eigentlich Frank Rosin, Junge, das wäre ein Plot-Twist. Wobei eigentlich nicht. Eigentlich könnten wir dann sagen, wir haben es immer vermutet, oder? Der alte Rose. Letzte Runde Only Hunter können wir auch gern wieder probieren. Ja, dann machen wir jetzt die letzte Runde for all. Und danach machen wir noch eine Only Hunter Runde. Du kannst mich nicht sehen in deiner Liste. Das ist echt strange. Magst du mir vielleicht auf Twitch, kannst du ja nochmal flüstern gerade. Ich mach mal hier noch ein Emote. Böp. Kannst du mir ja da nochmal deinen Battletech posten? Dann versuche ich dich da auch nochmal irgendwie über Kreuz zu adden. Add ich jetzt nochmal zurück so. Und
Maybe klappt es dann. Vielleicht sitzt da irgendein Technikfurzer quer. Ich weiß es nicht. Okay, wer mit möchte? Organisiert Schlachtzüge klassisch Gruppe LOL, L-O-H-L. Und dann starten wir unsere vorletzte Round. Und sind gespannt, was kommt. Ich bin auch auf Tank, ne? Ja, dann müssen wir auch nicht zwangsweise auf Tank einladen. Dann können die anderen schön DD'en. Da ist noch ein Heal und da ist noch ein DD. Na, guck mal. So mögen wir das doch. So und nicht anders wollen wir es haben. Oder Vari-Only. Dann müssten wir aber so eine Extra-Regel machen, dass wir keinen einladen dürfen, der mit K anfängt oder auf N endet. Ist irgendwie so ein random Gedanke. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Müssten wir dann vielleicht so zusätzlich etablieren, ja. Apropos Frank Rosin, mit dem habe ich letzte Woche erst geschafft, ist aber nicht der Koch, sondern Handwerker aus unserer Gegend. Oh nein, der wird so viele Sprüche abbekommen, oder? Der arme Frank Rosin. Sie sind doch der Koch, ne? Nein, ich bin Handwerker. Ach so, schade. Mann, ist man auch so ein bisschen enttäuscht, weil man hat jetzt gehofft, dass es geiles Essen gibt, ne? Frechheit. Vari-Runde nur ohne Leggy. Ist auch eine gute Einschränkung, ja. Ich mag, wie ihr denkt in dieser Richtung. Sind einige jetzt auf jeden Fall leicht angespannt. Aber wer das sein könnte, das wüsste ich auch nicht. Aus nicht ersichtlichen Gründen macht mich diese Idee traurig. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Ganzes Wochenende versaut. Scheiße. Aber wie krank wäre es eigentlich, wenn ich demnächst mit einem DK reingehe und dann droppt hier als T-Mog die Führer-Axt, Junge. Wäre das insane einfach nur. Ach du Scheiße. So, ich adde gerade mal Alataya zurück. Oh, like this. Jawollo. So. Und dann mal gucken, ob jetzt bei dir was ankommt. Vielleicht dann irgendwie so rum. Also das kann manchmal passieren, dass... Aha, guck mal. Dass durch dieses Geadde einfach irgendwas verschwindet, ja. Ich hatte das auch schon, selbst wenn wir abends irgendwie im Discord waren, dass wir dann uns adden wollten und dann ging's nicht. Kam weder bei dem einen noch bei dem anderen die Freundschaftsanfrage an. Also, das war einfach mystisch. Und so ist es heute manchmal noch. Darum wundert euch da nicht. Es ist einfach wieder Blizzard-Technik. Ja, so wie sich manchmal der Dungeon-Browser von alleine schließt, obwohl wir gerade noch die Gruppe bauen, Butz. Und Ende im Gelände. Dragonflight-Mock kann ja nicht enthalten sein. Wetten bei mir doch. Es passiert einfach trotzdem. Aber ja, glücklicherweise bleibt uns das höchstwahrscheinlich erspart. Ne? Bei mir ist das eher andersrum. Ich mag nur Waffen ohne übertriebene Effekte oder mit sehr subtilen. In WoW geht's noch und in Final Fantasy bekommen die ganzen Waffen ihre Leuchteffekte erst auf späteren Stufen. Hab's da also einfacher als die meisten anderen. Gucke, da kann man sich wahrlich besser arrangieren, ne? So, einmal Raidcheck und Abfahrt. Wie macht ihr den Time Walk denn? Das ist kein Time Walk, das ist der Mega Dungeon von 10.1.5. Und da nutzen wir einfach eine Endboss-Only-ID, um uns direkt den Endboss zu schnappen. Und der ist an sich immer offen, der ist nicht irgendwie eventgebunden oder so. Dieses Konzept mit Frank Rosin könnte man auch auf eine Berufsgruppe ausdehnen. Nicht nur Restaurants, vielleicht mal Streamer oder so. Einfach der Craft, der Hausbesuche bei Gronkh macht und sagt, geh mal beiseite, ich zeig dir, wie das geht. Das ist ein sehr realistisches Szenario, direkt als Beispiel, ja. Könnte natürlich auch passieren, ne? Rufst einen Handwerker an, weil bei dir irgendwie ein Rohr gebrochen ist und dann kommt aber stattdessen ein Streamer vorbei und vloggt so ein bisschen über die Situation und geht dann aber auch ohne zu helfen, ne? Kriegt dann noch 500 Euro bar auf die Kralle wegen Anfahrt und dann sieh zu mit deinem Rohr. Das ist die Zukunft der handwerklichen Hilfe. Da sehe ich mich dann aber auch, ne? Kommst du an, ja, sie haben hier einen Rohrbruch, ne? Und dann wird die Kamera gezückt. Pssu, Leute, wir sind hier heute bei Heinz Ferdinand Harald und der hat einen Rohrbruch. So Zoom ins Gesicht von dem, wie er weint, weil seine ganze Wohnung im Arsch ist. Und dann, ja, geil, bis morgen, ne? Vergesst nicht zu abonnieren. Dann schüttelt man dem die Hand, der bedankt sich für den Besuch und dann geht man wieder. Das wäre doch im Grunde genau so, wie es perfekt wäre. Es sei denn natürlich, du bist der Kollege mit dem Rohrbruch, ne? Dann ist das System noch nicht ganz so richtig ausgeklügelt. Ich weiß noch, wo die Only Endboss Mega Dungeon Runs neu waren und ich aus Langeweile mitten im Kampf als Tank dich beehren musste.
immer wieder witzig, wenn ich daran denke. Ey, eine wunderbare Drachenglyphe, geil. Und ich habe einen schönen Streitkolben bekommen, sehr, sehr gut. Und am Anfang mussten wir deutlich mehr schwitzen. Ja, also bevor hier das Scaling kam, die Nerves für die auch M-Plus-Varianten, da mussten wir tatsächlich ganz gut zusehen, dass wir hier mit ordentlich hier und auch perfekter Taktik rangehen. Und selbst wenn wir das gemacht haben, sind am Ende häufig trotzdem alle umgefallen, außer der Tank, ne? Oh, Junge. So, Streitkolben. Der Schädelknackerkolben, das ist ein Green, oder? Oh, ein Blue. Na gut. Ein Blue. Was haben wir denn? Ein blutroter Stern. Oh, das ist er? Wieso heißt denn der Stern? Blutroter Stern. Na, guck mal, meine Finger da unten. Wupp, wupp, wupp. Wie wenn so eine Fliege... Wie wenn so eine Fliege landet auf so einem gelben Klebchen, auf so einer Falle, die man in so Blumentöpfe steckt und dann versucht, die von der Klebefalle runterzukommen. Achtung, wupp, wupp, wupp. Ich wette, dabei haben sie aber diese Animation gedacht. Davon haben sie sich inspirieren lassen, ja. Schönes Item, total nice. Wir haben außerdem Hände vom Grabmal, NHC, Schamane, sehr lecker. Wir haben außerdem meinen Streitkolben, oh... Okay, der sieht aber ganz nett aus. Düsterbruch, jawohl, eine Ogerwaffe. Und wir haben was? Eine Axt von Zornesschmiede. Schattenschmiede, Schwarzfelstiefen. Wild. Okay, was war hier noch? Eine Hose aus dem Mausoleum. Oh, ist aber eine schöne Färbung, guck mal. Mit diesem Rot, da bin ich ja gleich wieder Fan. Sieht man vielleicht an meinem Set, ne? So rot-schwarz finde ich an sich ganz nice, so als Kombo. Kann man mal machen. Cool, vielen Dank. Schöne Runde gewesen. Auf. Vielleicht auch ein bisschen Wut im Bauch. Ja, das könnte auch sein. Da hast du recht. Das war so wie nervös mit den Fingern auf dem Tisch rumtrommeln, ne? Das könnte natürlich auch mit reinzählen. Ich habe mir mal letztens angesehen, was so in den Kartenpacks bei Yu-Gi-Oh! Link Evolution drin ist. Und bei Großvater sind einfach die ganzen Floodgates drin. Floodgates, noch deutscher hätte man es nicht aussprechen können, oder? Richtig flott. Wie Kräfte rauben, welche die ganzen Effekte von den Monstern annulliert. Da denke ich an das Meme mit, mein Opa hat keine lächerlichen Karten, Kaiba. Opa weiß es am besten, oder? Let's go. So, wir wollten noch eine abschließende Hunter-Runde machen. Gehe ich mal auf mein Tauchen hier unten. Und das bedeutet Jäger only, um vielleicht auch da noch einen Köcher, einen Bogen oder irgendwas ähnliches rauszuziehen. Wir sind gespannt. Der Loot ist gezinkt, in 3 Runden jedes Mal einen Fokus-Mock bekommen. Das tut halt wirklich weh, ne? Ich hatte ja mal einen Run, wo ich wirklich mit 3 Schildträgern rein bin und jedes Mal von diesen 3 gab's auch wirklich ein Schild, ne? Also das war ein sehr, sehr schöner Tag für die Lego-Insel. Aber seitdem habe ich auch wirklich so Armschienen, irgendwie Brustrüstung, ja, und all so ein Käse irgendwie. Dabei will man doch vor allem geile Waffen haben. Dann hier ist deine Schildhand aus TBC, mein Sohn. Ja, danke, Daddy. Danke für gar nichts. Ein Vorteil habe ich ja doch durch diesen Plundererfolg, da ich ja bis zum Tagesziel, was immer so 40 bis 50k sind, kein WoW spiele, habe ich umso mehr Bock auf Retail, wenn das Tagesziel erreicht ist. Das ist auch geil, ja. Das ist ja so ein bisschen wie im Urlaub sein und da eigentlich eine schöne Zeit haben. Und dann aber die ganze Zeit denken, boah, wenn ich jetzt wieder am PC sitze, ne? Das ist dann wie so ein fröhliches Erwachen. Ja, so ein richtiges Aufbrechen. Boah, jetzt kann die Sucht wieder gestillt werden. Geil. Ja, und das machst du dann jetzt ein bisschen bewusster und ohne in Urlaub fahren, aber gedanklich, ja? Gedanklich ist es doch irgendwie Urlaub und dann, wupp, schwenken die Synapsen wieder um. Die Glücksgefühle dürfen rein und schon geht wieder die Sonne auf. Ganz schön stachelig, dein Kolben. Damit solltest du mal zum Arzt. Ja, ich versuche die immer abzufeilen, aber die wachsen einfach nach, ne? Muss man vielleicht mal mit so einer Gartenschere richtig ran. Kann ich nur empfehlen, wenn man gar keinen Bock mehr hat auf Körperpflege. Dann einfach die Teile, die am meisten stinken, mit einer Gartenschere abtrennen. Das ist ein Fall für die Mistbusters. Ja, ob das wirklich hilft. Naja, bitte nicht zu Hause nachmachen. Gerade als WoW-Spieler, da muchtet man so krass im Sommer, da muss ja wirklich dann nur noch wie so ein Stumpf irgendwie rumstehen. Wie bei Dead Space. Das kann natürlich auch in die Hose gehen, ja.
Darf ich in deine Gilde? Ja, sicher. Musst mich am besten einfach nur anflüstern, oder? Warte, ist der Char in der Gilde? Nein, ist er nicht. Okay, aber ich kann nach dem Dungeon gern nochmal umloggen. Und wer dann in die Gilde möchte, kann mich dann gerne anflüstern. Und dann hole ich euch rein. Dadurch, dass das Gildentool immer noch buggt, kriege ich ja nicht mal meine eigenen Chars in die Gilde, ne? Darum müssen wir das so auf Oldschool mit Anflüstern und Einladen machen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Liebe Hunterlein, wer Böcke hat jetzt mitzukommen, bisschen Gear mitbringen, an eure Dev-CDs, an Patchbot und so denken, ja? Und dann könnt ihr euch sehr gerne reinhauen unter organisiert Schlachtzüge klassisch und Gruppelol LOHL. Und dann schauen wir uns die Geschichte nochmal an. Jawollo. Manche mögen vielleicht Noppen am Kolben. Siehst du, deswegen dürfen wir keinen Only-Krieger-Run machen. Wo soll das dann enden, wenn da nur Streitkolben droppen, ne? Dann wird das Item zwar benutzt, aber nicht so, wie es benutzt werden sollte. Und dann gibt es erstmal Anzeigen von Blizzard persönlich, Junge. Dann kommt Ian vorbei mit einem Holzhammer, ja. No horny. Bam. Schön auf den Kopf. Und dann hat man erstmal ein bisschen länger WoW-Pause. Da ist dann auch mit den Glücksgefühlen irgendwie nicht so aufzuwiegen wie in der Geschichte von gerade. So, wir suchen und wir hüpfen ins Portal. Dachte ich, boah, es muss wirklich die komplette Animation durchlaufen. Okay, und dann haben wir 1, 2, 3 und 4 Hunterlines für unsere Huntergruppe. Ehre. Dankeschön. Dann hoffen wir, dass das wieder läuft. Wir hatten ja letzte Mal eine GS-technisch eher lowe Gruppe, haben es aber trotzdem gut hinbekommen mit der ein oder anderen Nahtoderfahrung. Jetzt hatten wir wieder ein bisschen mehr GS, darum sollte das eigentlich easy sein, ja. Vermutlich ist der Char nicht in der Gilde. Das ist leider wahr. Ich weiß schon, warum ich diesen Namen gewählt habe, oder? Der kommt einfach immer gut. Das ist so die eine Konstante. Goblin oder Trollhexer, kann mich nicht entscheiden. Sind auch beide sehr geil, ne? In Anbetracht der kommenden Troll-Tradi-Rüstung und damit verbundenen sehr coolen Hexer-Sets, die ich im Kopf habe, würde ich mich, glaube ich, momentan für einen Troll entscheiden. Aber du hast ja auch schon den einen oder anderen, ne? Darum ist so ein Goblin-Hexer so nach dem Motto klein, grün und gemein, das ist natürlich auch was Feines. Schwierig. Aber wegen der Aktualität wäre ich, glaube ich, so ein bisschen im Trollfieber. Neulich jetzt in Votika Classic zum Übergang Cutter habe ich Echo-Insel nochmal zurückerobert, ne? Schön mit Vol'jin und Co. da reingebolzt. Da bin ich momentan so ein bisschen im Troll-Feeling drin, ja? Nicht so dieser Unter-der-Brücke-Style mit so ein paar Rätselfragen, aber der, den man dann schön moggen kann. Oh ja. Guti, letzte Runde, liebe Hunter, wie eben angeschnitten, es kann passieren, dass wir ein bisschen kiten müssen, ja, also wir hatten schon Runden, da haben irgendwie die Pets auch tatsächlich gut Aggro gehalten, wir hatten auch schon Runden, da haben die Pets einmal zugeschlagen, wir einmal geschossen und hat der Boss sich sehr zügig umgedreht und uns alle vom Hof jagen wollen. Versucht euch auch ein bisschen zu verteilen, dass wenn einer von uns Aggro zieht und der Boss den Atem macht, dass wir dann im Idealfall nicht alle fünf in diesem Atem stehen. Ja, und checkt nochmal, dass er wisst, wo ist Rückzug, wo ist irgendwie Freudentaumel, muss ich selber gucken hier. Junge, hört am besten nicht auf mich, guckt bei euch selber. Ja, ich finde schon alles irgendwie. Wieso bekommt man in der Kampagne vom smaragdgrünen Traum kaum Schmuckstücke? Das ist eine gute Frage, das ist generell häufig so, ne? Bei vielen von diesen Aufholmechaniken und gerade kampagnenverbundenen Sachen, da bekommst du halt so ein Set im Sinne von Kopf, Schulter, Brust und so weiter, ne? Aber Ringe, Schmuck, Hals, manchmal auch Waffen, die sind hier und da ein bisschen spärlicher zu kriegen. Warum das so ist? Keine Ahnung. Vielleicht, weil man da ein bisschen mehr variieren muss, ne? Da brauchst du halt eins dann für Heiler, eins für Nahkämpfer, eins für Zauberer, eins für Tanks. Vielleicht gibt es da dann immer Probleme, die irgendwie richtig zu balancen. Oder es geht sich auch einfach mit der Anzahl der Quests für diese Kampagne nicht aus. Aber in Dragonflight kannst du ja dann relativ easy über diese Marken, die du bekommen müsstest hier, wo man immer so zwei Splitter bekommt, auch über die Superblüte und so weiter, ne, kannst du dir solche Funken herstellen und diese dann beim Handwerksposten benutzen, um dir da von Handwerkern zum Beispiel Schmuck, solche Alchemistensteine und so herstellen zu lassen, ne. Darum, wenn dir da jetzt irgendwas fehlen sollte, auch von dem Standard-Aufholgier, dann kann ich empfehlen, in Waldracken mal bei diesem Handwerksposten vorbeizuschauen. Da kannst du dann einfach wie im Auktionshaus, falls du das nicht kennen solltest, kannst du da quasi Materialien reingeben und dann einem Handwerker diesen Auftrag stellen
Und diesen Auftrag dann eben auch mit verschiedenen von diesen Splitter-Items, die ich eben meinte, ergänzen, was dann den Gear-Score von diesen Items erhöht, ja. Und dann musst du im Grunde nur warten, bis das ein Handwerker fertig macht, gibst noch ein bisschen Taschengeld mit rein. Und so habe ich das bei meinen Chars gemacht, ja. Immer über Superblüte und Co. das mitgenommen, was man relativ zügig über die Events dann an Gear bekommen konnte. Wenn mir dann noch was gefehlt hat für ein LFR, dann hin zu diesem Handwerksposten, rausgesucht, was einfach am billigsten ist von den Materialien her, dann so ein Funken damit reingedonnert, ja, und zack, Tag später hatte ich dann irgendwie einen 430er Schmuck im Briefkasten oder einen 430er Umhang für Materialaufwandskosten, keine 100 Gold, ja. Den kann ich euch sehr empfehlen, auch wenn ihr mit Handwerk sonst nicht viel zu tun habt, habe ich ja auch nicht, ne, bin absolut kein Berufsfreund in WoW, aber dieser Posten, der hat mir wirklich ein ums andere Mal den Arsch gerettet und ist, wenn man sich einmal durchgefuchst hat, auch einfach zu bedienen. Ne? Macht man sich irgendwie Screenshots von dem, was man haben will und dem, was man braucht dafür. Und dann dachte kurz, die Kugel killt uns noch. Und dann gehst du ins Aha, kaufst das, gehst wieder zurück, knallst das rein, fertig. Ey, ein Mount Drop am Ende für den Lone Wanderer. Nicht schlecht, das ist ja wunderbar. Cool, wir haben Schusswaffen, wir haben noch eine Drachenglyphe und wir haben sogar ein komplettes Mount gedroppt bekommen. Sehr, sehr cool. Was hab ich? Eine Brust, ja. Die habe ich jetzt auch herbeigequatscht, oder? Die Brust. Na, super. Ich wollte einen Bogen. Und ich bekomme ein Glas Milch. Let's go. So, es gab das Todesstreitross. No way. Stratholm-Mount gezogen. Wow, da hat man sich auf jeden Fall eine Menge Zeit gespart. Und im Idealfall auch Nerven. Dickes Gizetti an der Stelle. Wir haben die Stimme der Keelan in einer LFR-Variante. Ich finde die Schusswaffe super interessant. Thron des Donners, ne? Ziemlich cool, wie ich finde. Wir haben außerdem ein Projektil. Was ist das, Junge? Wo kommst du denn her? Hallen der Blitze. Wow, Projektilaktivator. What, wie die glänzt. Hör mal, die ist mit Pervol gewaschen, oder was? Ey, not bad. Fancy Schusswaffe auch. Wir haben außerdem die donnergestreifte Walkürhalsberger aus den Hallen der Tapferkeit. Ja, okay. Gibt auf jeden Fall Schlimmeres, ne? Und wir haben die Saurock-Beinschützer von Pandaria, Jadewald. Na, guck mal, Random Drop. Ey, Remix. Was gibt's hier noch? Noch eine Armbrust. Oh, was ist das denn? Tazavesh? Schattenlande Zerrit Mortis. Wow, die Armbrust der Ersten. Ich bin kein Armbrust-Fan, muss ich sagen. Fand diese silberfaltene Armbrust ganz okay aus Kara. Das war auch meine einzige. Den coolen Sonnenfeuer-Phönix-Endboss-Bogen habe ich ja nie gekriegt. Aber ansonsten, Bogen ist für mich immer das Geilste. Und Schusswaffe kann manchmal ganz nett sein. Aber ja, Armbrust, I don't know. Habe ich, glaube ich, noch nie gemockt irgendwie. Vielleicht, wenn ich mal einen Zwerg spiele, aber da muss eigentlich dann auch eher eine Schusswaffe, ne? Tauren finde ich auch eher mit dem Bogen. Schwierig. Einfach kein Armbrustfan. Alle weinen. Du hast eine Brust herbeigequatscht. Du solltest in die Schönheitschirurgie gehen. Da würde einiges an Material auch gespart werden, ne? Ist so. Gut, ich wollte nochmal umloggen. Und einmal ein paar Gildeneinladungen noch raushauen. Wer jetzt also noch eine ergattern möchte, am besten auch nochmal gerade umloggen auf den Char, auf den ihr rein wollt. Im Idealfall mit einem Char auf Irida. Natürlich, den Gilden sind zwar mittlerweile so ein bisschen fraktionsübergreifend, aber leider nach wie vor servergebunden. So, gehen wir einfach auf Bluteuter. Der ist auf jeden Fall in der Gilde drin. Es gibt so wenige Gewehre mit Zielfernrohr. Ja, was schade ist, zumal ja bei der Standardschussanimation auch eigentlich so ein bisschen mit Kimme und Korn dann gearbeitet wird, ne? Das ist in der Tat schade. Naja, kann man immer nur hoffen, dass es da vielleicht gerade in Richtung Handelsposten, ne, bei dem, was sich da so bewegt, dann doch noch was Neues ergibt. Und wenn nicht, schießt man einfach mit Augen zu, wird schon die richtigen treffen. Oder schön Sperrfeuer rein und knallt. So, jetzt können wir nochmal gucken. Jetzt können wir nochmal schauen. Da haben wir nämlich den Char, jetzt sehen wir ihn auch. Einmal Lexpike übers Gildenfenster und wenn es jetzt nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Elison. So, jawollo, guck mal. Da haben wir den Inf schon mal durch. Wunderbar, dann warte ich jetzt noch einen Moment. Falls jemand noch rein will, einfach Blutäuter auf Irida einmal anflüstern.
Und dann sind wir da auch schon wieder durch für heute, Junge. Also Raid war heute auch wieder ultra clean. Na, man musste auf gar nichts so richtig achten. Fyrak hat einmal ein bisschen gestänkert, aber das kann immer passieren. Overall war das so clean, Junge. Bam, bam, hintereinander weg. Hat einfach Spaß gemacht. Arena-Quest mit Gold im Vorfeld bringt sowieso immer Fun. Bisschen Sanktum. Hatten wir sogar einen Bogen. Jetzt noch einen Mount hinterher. Also loot-technisch können wir heute eigentlich nicht wirklich meckern. Ja. Craft hat auch nur noch Drenai, finde ich sehr gut. Ich mag Drenai ja auch super gern. Also ich schätze mal, dass wenn wirklich Fraktionszusammenschluss auch so weit ist, dass all die Sachen, die ich sonst immer kritisiere, auch reibungslos funktionieren, dass ich da dann auch deutlich mehr Drenai mit spielen werde. Ich mag die sehr, sehr gern tatsächlich. Finde, bei denen funktionieren auch sehr viele Mogs, weil die sich nicht so überschneiden und selten klippen, was vielleicht auch daran liegt, dass sie durch die sehr langen Beine einfach dann so gezerrt werden, ne, dass da auch gar nicht viel klippen kann. Und allgemein habe ich tatsächlich auch immer wieder mal Bock auf meine Allies, aber ja, es fühlte sich vorher nicht so gut an, dann von der Gilde und den Mains irgendwie weg zu sein. Jetzt ist es so eine halbgare Geschichte, ja, es fühlt sich noch merkwürdiger an, wenn man weiß, was eigentlich schon sein könnte. Oder sollte nach den eigenen Wünschen, und darum hoffe ich, dass da demnächst noch ein paar Hebel umgelegt werden und dann habe ich auch wieder ein paar mehr Allies unterwegs, ja. Die Arena-Quest freischalten, da musst du eigentlich nur hinfliegen, also das musst du pro Char leider machen, ja. Und das ist hier, da wo bei mir die Markierung ist, für die Weltquest einfach im Westen von Marukai bei diesem Arena-Symbol, und da müsstest du die Quest direkt haben. Die boxst du einmal durch und sobald du den Endboss gekillt hast, bist du berechtigt für diese Weltquest. Ja, ist ein bisschen nervig, das einmal auf allen Chars zu machen, da spreche ich leider aus Erfahrung, aber kann sich lohnen, weil du dann auch jedes Mal auf diese Quest zugreifen kannst, die ja dann bei jedem Abschluss 600 Gold gibt, manchmal noch Gold als Bonusbelohnung hat, dann hast du schon so 1600, 1800. Und dann, wenn der Traumsprung da aktiv ist, mit dem Bonus, dass Gold auch noch einen extra Bonus hat, verdoppelt wird oder wie auch immer, heilige Scheiße, also noch geiler kann man eigentlich kein Gold farmen. Darum, wenn er nicht viel zu tun hat, ist das auf jeden Fall eine schöne Sache, wo man vielleicht sagt, ey, jetzt jedes Mal vorm Ausloggen box ich noch einen Char durch, lass ihn da stehen und Abfahrt, ja. Abfahrt. Wann Drenai Droide? Schön die Tentakelziegenform, ne? Noch 1,5k und 700k sind erreicht. Danach erstmal auf den Main einloggen und die erste Weltquest diese Woche mal machen. Erstmal wieder durchatmen, ja, das virtuelle Leben spüren. Genau. Hoffen wir, dass das alles noch gemacht wird. Ja, es ist ein bisschen ruhiger geworden um diese Fraktionszusammenschlussgeschichte, ne? Ich hoffe aber nicht, weil sie nicht mehr dran arbeiten, sondern weil andere Sachen jetzt mit Hinblick auf diese ganzen Events und 11-0-Vorbereitung und so, ne, dass da anderes wichtiger ist, aber ich hoffe nicht auf Dauer, ich hoffe, da kann so ein bisschen mehr Zusammenschluss auch ganz gut noch mit eingewoben werden, ja. Das wäre schön. Und dann auch noch die 5 Muscheln in dem Slot, dann kriegst du einfach Millionen bei einer Daily. Mehr Muscheln braucht das Land. Genau so. Da ist er, Rasnov. Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste sich jetzt gleich noch jemand melden. Da hatten wir aber eine schöne Connection auf Ehre. Sehr cool. Dann haben wir euch auch noch mit reinbekommen hier. Willkommen, willkommen. Gar kein Problem. Und ja, generell, Gildentool buggt leider immer noch rum. Na, könnt ihr mich gerne im Stream anflüstern. Oder auch außerhalb des Streams nehmt ihr irgendwie 2, 3 Chars von mir in eine Freundesliste. Und wenn ihr mich da seht, immer anflüstern. Zack. Hole ich euch rein, gar kein Problem. Und es kommen ja Gildenänderungen auch mit 11.0, also vielleicht funktioniert dann sogar unser Gildentool auch mal wieder normal. Das wäre natürlich toll und wünschenswert. Dankeschön für die fantastische Runde heute. Dankeschön an Maverick für die wunderbaren Skips auch am Ende. Und vielen Dank natürlich an alle fürs Dabeisein, für die nicen Talks, den herrlichen Support und die wunderbaren Runs. Sollten noch Fragen sein, findet ihr hoffentlich alle Antworten unterm Stream verlinkt. Ganz egal, ob es um eine Übersicht zu meinen Charakteren geht, den Streamplan, den YouTube-Kanal, Hörbuchkanal oder tolle Angebote von meinen lieben Sponsoren. Klickt euch gern mal rein, vielleicht gibt es was zu entdecken. Und dann freue ich mich natürlich auf die nächsten Runden. Morgen geht's natürlich wie gewohnt auch weiter. Podcast-Folge habe ich auch schon im Kasten. Sollte uns also eigentlich nichts im Weg stehen. Danke euch. Macht es gut, genießt das Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.